ja schon irgendwas. Bitte? Ich bin bereit, ja. Nein, aber ich wollte ja was machen. Nein, das passt wunderbar. Das wird automatisch eingeschaltet, oder? Ja, okay. Mikros sind ganz automatisch. Super. Hast du wirklich, weil sonst rückt der Niki noch? Ich bin genau. Na, wieso? Ich habe mir extra zu besorgen, dass wir genug Platz haben. Deine Schwiegermutter kriegt immer wieder. Das macht mir überhaupt nichts. Meine Schwiegermutter ist okay. Das wirst du dann sehen. Das werde ich dann sehen. Außerdem, schade. Das wirst du dann schon sehen. Dann freue ich mich im Namen der Grünen Bildungswerkstatt, mein Name ist Elisabeth Kittel, ich bin Obfrau der Grünen Bildungswerkstatt, euch hier in einem kleinen, aber sehr feinen Kreis begrüßen zu dürfen. Gleich vorweg, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, sie kann auch nachgesehen werden, aber aufgezeichnet wird vor allem nur das Podium hier. Wir haben natürlich aus Anlass des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, der eigentlich jetzt schon Vernichtungskrieg zu nennen ist, ist die Diskussion natürlich in Österreich und europaweit aufgekommen, für Rüstung, Militarisierung etc. mehr Geld auszugeben, mehr Geld fürs Heer, also so wird es auch meistens getitelt. Wir Grünen, auch die Grüne Bildungswerkstatt hat jetzt eine Reihe gestartet, wir nennen sie friedenspolitische Reihe, also wir haben schon eine bestimmte Einstellung dazu, das sieht man oder hört man, und wir beginnen diese Reihe eben heute zu alternativer Sicherheitspolitik, das heißt, was gibt es anderes als Aufrüstung, was kann man anderes machen in der Verteidigungs-, in der Sicherheitspolitik, auch in der Außenpolitik, um eben auch, wir haben das auch vorher besprochen, den Diskurs, der friedenspolitisch getragen sein soll, aufrechtzuerhalten und nicht nur in diese rein militaristische Diskussion eben sich einzulassen. Und ganz kurz auch noch zum Ablauf. Ich bitte die Vortragenden auch, so wenig Abkürzungen wie möglich zu verwenden, weil ich weiß, das ist immer schwierig. Und sich auch nicht schrecken, wir sind alle meistens per Du, also wenn das für alle in Ordnung ist. Wir haben uns auch entschlossen, dafür so weit wie möglich die Masken aufzubehalten, das wäre auch sehr nett. Ich weise auch gleich darauf hin, wir haben am 23.04. die nächste Veranstaltung dazu, da geht es um Wirtschaften im Krieg. Und heute wird Niki Kunrath, ich sage auch gleich was zu ihm und auch zu den zwei Expertinnen, dieses Gespräch als Ad-Kamin-Gespräch führen. Es wird zwei Intros geben aus der Perspektive der Expertinnen und danach ein kleiner, auch am Podium sozusagen, eine Diskussion, und dann gehen wir aber schon hinein sozusagen zu euch, und es sollte dann quasi auch ein Gespräch mit euch sein, und freue mich auch, wenn ihr dann nachher noch näher kommt, nach dem Kaffee, wenn ihr wollt. Und ja, und jetzt komme ich ein bisschen zur Vorstellung auch. Also ich freue mich sehr eben, dass die zwei Expertinnen hingekommen sind. Saskia Stachowitsch, sie war Professorin für internationale Politik an der Uni Wien und bis vor kurzem wissenschaftliche Leiterin am Österreichischen Institut für internationale Politik, ÖIIP. Und sie hat uns auch vorher schon gesagt, sie freut sich jetzt sehr, dass sie in der Forschung und Lehre auf der Central European University in Wien sein wird, wo sie Senior Research Fellow ist und auch ein Projekt leitet, ein FWF-Projekt. FWF bedeutet Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung, und dieses Projekt nennt sich Risky Borders zu Frontex, EU, Grenzsicherheit und Gender. Und sie publiziert und forscht vor allem zu Gender, Sicherheit und Militär mit dem Fokus auf kritische Sicherheitspolitik und feministische Ansätze in der Sicherheitsforschung. Willkommen, Saskia Stachowitsch. Thomas Reutner, Friedensforscher, Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, schwierig. Er publiziert auch und forscht auch über Außensicherheits- und Verteidigungs- und Friedenspolitik vor allem Österreichs und der EU, aber auch über Energie- und Ressourcensicherung und vor allem auch eine Politik der Gewaltfreiheit, gerade für uns Grüne ein wichtiges Thema. Und was dir auch gelungen ist, gemeinsam mit den Grünen, ist die zumindest mal im Regierungsprogramm steht die Prüfung der Einführung eines zivilen Friedensdienstes in Österreich. Und ja, es freut uns sehr, dass ihr beide heute da seid.
Niki Kunrad, schon seit Ewigkeiten in der Friedensbewegung und Mitbegründer, ich wusste es nicht, von SOS Mitmensch, seit den 1990ern bei den Grünen, war auch im Parlament Referent für Friedenssicherheit und Landesverteidigung, also Spezialist auf dem Gebiet, und ist heute Landtagsabgeordneter und Gemeinderat und grüner Sicherheitssprecher, Europa- und Menschenrechtssprecher im Rathaus. Er ist auch, und das ist, glaube ich, recht wichtig, auch für heute Mitglied der Parlamentarischen Bundesheerkommission, also bringt auch da Expertise mit. Und er hat mir auch erzählt, in einem Feldspital im Iran war er Regierungskoordinator für eine Hilfsmission, wo er eben mit Soldaten und zum ersten Mal auch uniformierten Soldatinnen in Kontakt war. Und ich übergebe jetzt schon zu Niki Kunrad. Ja, danke Elisabeth, danke für die Einladung, danke für diese Ermöglichung einer solchen Veranstaltung von der Grünen Bildungswerkstatt in Wien. Danke, dass ihr da seid, gar nicht so ein einfacher Termin. Heute ist ja auch, und das hat uns alle ein bisschen verungünstigt, auch der Welttag der Roma und Sinti, und daher geht es darum, auch ein bisschen manchmal am Kopf auch woanders dann zu sein, während des Tages am Abend jetzt hier, und danke, dass ihr da seid. Ich wollte mal ein bisschen so einleiten, was uns erste Gedanken sein werden. Also es ging uns vor allem auch darum, hier jetzt zuerst einmal kurze Statements von den beiden Referentinnen und Referenten zu hören und mitzudiskutieren. Dann danach, wenn ich kurz noch etwas dazu sage und kurze Fragen stelle, wir werden sozusagen zu zwei Runden hier machen, wobei wir in der ersten Runde, das heißt jetzt nicht im ersten Statement, sondern in der ersten Runde versuchen werden, einmal Grundsätzlicheres zu sagen. Das ist gar nicht so einfach in Zeiten wie diesen, weil natürlich alles überlagert ist durch den schrecklichen Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Aber es ist trotzdem notwendig, auch manchmal so Begrifflichkeiten ganz einfach auch zu sehen. Und was heißt denn das überhaupt? Es ist ja auch immer eigenartig, dass man von alternativer Sicherheitspolitik und anderer Sicherheitspolitik, also jetzt die andere meine ich, jetzt die militärische, vor allem dann tut, wenn besonders gerade geschossen wird und auf Menschen geschossen wird, die getötet werden. Ich finde das ja immer absurd, dass man dann sich freut, intensiver darüber nachzudenken, mehr Geld dafür auszugeben, um auch schießen zu können. Aber das ist vielleicht nur meine ganz zurückhaltende Meinung, warum ich vielleicht doch nicht so ein großer Fan des Schießens bin, auch wenn ich beim Bundesheer war, aber das hat andere Gründe. Saskia, ich würde dich einladen, bitte kurz dein Statement abzugeben, und Verständnisfragen machen wir dann nachher, nur falls es da dazu ist, welche gibt, weil sonst wird es zerrissen. Okay, ja, danke schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Es war eben die Bitte, ein bisschen mal Grundsätzliches zu sagen, zu was ist ein alternativer Sicherheitsbegriff oder ein kritischer Sicherheitsbegriff, was kann man sich darunter vorstellen. Zunächst einmal, Sicherheit ist traditionell etwas, was mit Staaten, Institutionen, Territorien in Verbindung gebracht wird. Es geht oft um territoriale Integrität, es geht um staatliche Souveränität, es geht um Fragen des internationalen Systems auch manchmal und der Aufrechterhaltung des bestehenden Machtgefüges. Und natürlich ist es ein Begriff, der stark militärisch auch aufgeladen ist. Das muss natürlich nicht so sein. Es gibt viele andere Bedeutungsebenen von Sicherheit, ökologische Sicherheit, soziale Sicherheit, ökonomische Sicherheit. In den letzten zwei Jahren ist auch die sogenannte Health Security, Global Health Security, ein wichtiger, auch sicherheitspolitisches Thema geworden. Und das sind klassisch die Ebenen, die eher vernachlässigt werden in einem traditionellen Verständnis. Und beim kritischen Sicherheitsbegriff geht es einmal darum, dass zunächst einmal die Frage zu stellen, was überhaupt Sicherheit ist, wer es definiert und für wen. Also nicht Sicherheit als irgendein objektives Gut, das man erreichen kann und realisieren kann, sondern weg auch von diesem staats- und institutionenzentrierten Verständnis hin zu einem fast banalen, auf den Alltag der Menschen, auf individuelle Sicherheit und menschliche Sicherheit, ist auch dieser Begriff der Human Security, daraufhin ausgerichtet. Und es geht eben nicht nur darum zu sagen, ein konventioneller Sicherheitsbegriff ignoriert diese Ebenen, sondern es geht auch darum zu thematisieren, wie diese Ebenen zusammenhängen.
Also es gibt nicht auf der einen Seite die hohe Sicherheitspolitik, die nichts zu tun hat mit den alltäglichen Sicherheitsbedürfnissen, sondern diese Dinge, man kann sie analytisch trennen, aber man muss die Zusammenhänge eigentlich sehen und erkennen. Und das wesentliche Argument in der kritischen Sicherheitsforschung ist, dass viele Maßnahmen und Ansätze, die Sicherheit von Staaten zum Beispiel vermeintlich erhöht, auf der anderen Seite Unsicherheit erzeugen kann. Also das ist ein, würde ich sagen, das erste zentrale Argument. Staatssicherheit, internationale Sicherheit kann Unsicherheit erzeugen, besonders für marginalisierte Gruppen. Und das zweite wichtige Argument ist, dass es immer ein Spannungsverhältnis gibt zwischen Sicherheit und Demokratie. Also die Erkenntnis, auch das zeigt die Forschung immer wieder, dass das Aufrufen von Sicherheit und Sicherheit zu einer politischen Priorität zu machen, sehr oft einhergeht damit, dass normale demokratische Prozesse, Kontrolle, Transparenz und so weiter zurückgeschraubt werden und nicht mehr greifen. Und es eben auch das Primat der Politik zugunsten von diversen Sicherheitsakteuren auch zurückgestellt wird. Und das ist nicht nur ein institutioneller Prozess, sondern da entsteht auch ein gesellschaftlicher Konsens, der dann gewisse Dinge, die im Namen von Sicherheit eingefordert werden, unhinterfragbar macht. Und dieser Prozess, das bezeichnet man als Versicherheitlichung in der Forschung, Securitization. Gut, diese Ansätze kommen nicht nur, aber natürlich ganz wesentlich aus der feministischen Friedens-, Konflikt- und Sicherheitsforschung, die schon sehr lange diesen weiteren Sicherheitsbegriff einfordert und mit diesen arbeitet und eben diese Frage stellt, Sicherheit für wen, wovor, was ist das überhaupt? Und diese Frage ganz explizit stellt aus der Gruppe, aus der Sichtweise von marginalisierten Individuen, Gruppen, Communities, von Räumen und Menschen, die normalerweise nicht als relevante Sicherheitsakteure begriffen werden. Und dann zu schauen, sozusagen, und spezifisch auch aus der Sichtweise von Frauen natürlich, also wie sind Frauen als Objekte und Subjekte von Sicherheitspolitik verortet und welche neuen Sichtweisen ergeben sich aus diesem Blickwinkel für dafür, was Sicherheit bedeutet und wie man es erreichen kann. Natürlich, feministische Theorie ist heute schon weiter, man bleibt auch nicht stehen bei dieser Frage der Frauen, sondern man geht weiter, aber es ist sozusagen es ist oft der methodologische Entry Point in diese Fragestellungen. Und da kann man eben auch sehr gut zeigen, das, was ich vorher angesprochen habe, allgemein dieses Verhältnis Sicherheit-Unsicherheit. Also zum Beispiel, wenn Peacekeeping-Truppen sexuelle Übergriffe an der lokalen Bevölkerung verüben, wenn Grenzsicherheitsregime Migrantinnen vulnerabel machen oder wenn sie Staatsbudgets in einer Art und Weise verschieben, wo Aufrüstung und Sicherheitspolitik prioritär wird und andere Bereiche es Gesundheit, Bildung, Arbeitsmarkt dann zurückgestellt werden. Wichtig ist auch noch ein Punkt beim feministischen Sicherheitsbegriff, nämlich der Begriff des Gewaltkontinuums, Continuum of Violence, also die Erkenntnis, dass bewaffnete Konflikte, politische Gewalt mit den alltäglichen, vermeintlich privaten Gewaltformen und Geschlechterordnungen verbunden sind. Also dass eben sexuelle Gewalt in Konflikten zum Beispiel mit patriarchalen Verhältnissen in Friedenszeiten zusammenhängen, auch zusammen gedacht werden muss. Und was noch? Gewaltkontinuum, ja. Und dass eben so ein formaler Friedensschluss dann auch ganz oft nicht bedeutet, das Ende von Gewalt für Frauen. Ich möchte allerdings nicht suggerieren, vielleicht haben wir nachher Zeit, das noch ein bisschen mehr auszuleuchten, dass es quasi eine feministische Sichtweise auf das Thema Frieden, Konflikt und Militär gibt. Das ist ein weites Feld, ein diverses Feld, wo auf der einen Seite vielleicht ein bisschen konventionellere Ansätze stehen, die eher für eine Inklusion von Frauen in Sicherheitsapparate, in Streitkräfte, in Prozesse des Konfliktmanagements eintreten. Und auf der anderen Seite Perspektiven, die damit wenig anfangen können und eine stärker pazifistisch-antimilitaristische Ausrichtung haben und gerade die Beteiligung von Frauen an etablierten Sicherheitsorganisationen eher als eine Bestätigung und eine Legitimitätserhöhung von Militarismus sehen. Ja, das sind so ein paar Basics zum alternativen und kritischen Sicherheitsbegriff. Wir können das natürlich dann in Bezug auf das Aktuelle mehr besprechen.
Generell, glaube ich, haben wir im Moment eine große, oder große, aber wir haben Aufmerksamkeit auf das Thema sexualisierte Gewalt im Konflikt. Wir haben auch eine gewisse Aufmerksamkeit für Frauen als aktive Beteiligte an Kampfhandlungen. Gleichzeitig werden die Ansätze, die eigentlich sich damit auseinandersetzen, eher als naiv und blauäugig und so weiter abgetan und haben eigentlich im Moment einen relativ schweren Stand in der sicherheitspolitischen Debatte. Aber dazu vielleicht mehr später. Danke, Saskia. Thomas, darf ich dich überleiten bitten? Ja, ebenfalls von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Wenn ich geahnt hätte bei der Vorstellung, habe ich gleich einen Schreck gekriegt, dass ich keine Abkürzungen verwenden darf. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gleich ein höheres Zeitbudget für den Impuls ausgehandelt. Aber ich werde mich bemühen. Gar nicht so einfach. Ich habe 5 Häppchen mitgebracht. Nein, es gibt kein Buffet. Aber ich habe 5 Häppchen mitgebracht, wie ich mir alternative Sicherheitspolitik eine Näherung dazu vorstellen kann. Häppchen, an deren Geschmack ich zum Teil zweifle, und Häppchen, die durchaus mit einer Friedenspolitik, mit friedlichen Mitteln durchaus auch wohlschmeckend sind. Meine Vorrede ganz kurz: Die Basis, auf der ich mich da auch bewege, ist die immerwährende Neutralität Österreichs. Wir wissen, einerseits ein Verfassungsgesetz aus dem Jahr 1955, aber auch, wenn wir zu den Haager Friedenskonferenzen schauen, auch da ist schon festgelegt, der dauernd Neutrale, und Österreich unterscheidet sich ja von einem fallweisen Neutralen oder gelegentlich Neutralen, ein dauernd Neutraler hat schon in Friedenszeiten darauf zu achten, dass er im Neutralitätsfall, sprich im Kriegsfall, entsprechend glaubwürdig ist und seine Neutralität auch leben kann. Was das bedeutet, ist natürlich immer eine große Frage. Also das heißt, wir sehen Neutralitätsrecht, auf das die Politik die Neutralität immer wieder versucht zu fokussieren und konzentrieren, und auf Neutralitätspolitik. Und Neutralitätspolitik ist natürlich immer auch eine Frage der politischen Klugheit, was man tut. Kreisky hat nicht aus einem Neutralitätsgesetz abgeleitet, eine Politik im Nahen und Mittleren Osten, sondern das war eine Frage der politischen Willensbekundung. Die Frage der politischen Klugheit, die sich heute auch stellt, ist beispielsweise auch jene: Ist es politisch klug, wenn das österreichische Bundesheer Sicherheitskräfte in Mali ausbildet, die dann Menschenrechte verletzen und die dann mal einen Putsch machen? Ist es politisch klug, Militärgüter nach Saudi-Arabien zu verkaufen? Ist es klug, Türen und Tore in Österreich zu öffnen, wenn es darum geht, dass NATO-Truppen durch Österreich durchmarschieren, wie beispielsweise letztes Jahr bei dem Militärmanöver Defender 21? Die Neutralität, sagt der Völkerrechtler Manfred Rotter, ist im Kern Ausdruck einer Haltung der Kriegsverweigerung. Und genau in diesem Sinne einer alternativen Sicherheitspolitik möchte ich diesen Neutralitätsbegriff auch deuten. Meine Häppchen. Mein erster Punkt, der mir ganz wichtig erscheint im Zusammenhang mit alternativer Sicherheit, gar nicht so alternativ eigentlich, ist ein sicherheitspolitischer Pluralismus. Wir haben in den letzten beiden Dekaden österreichische Außenpolitik ganz stark auf die Europäische Union verengt. Wir sehen, in den Verträgen steht ja, die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik vorbehaltlos im Sinne gegenseitiger Solidarität und Loyalität. Wir haben allerdings ein Stück weit vergessen, darüber hinauszuschauen. Wir haben ja in den späten 1990ern, ich habe von dir da gerade eine Broschüre gesehen über österreichische, eine interessante Publikation. Wir haben in den 1990ern eine Diskussion über den NATO-Beitritt Österreich gehabt. Damals unter der Regierungskonstellation SPÖ und ÖVP. Die ÖVP wollte unbedingt in die NATO, die SPÖ hat gesagt nein, unter keinen Umständen. Was herausgekommen ist, ist jetzt ganz wesentlich bis heute. Österreich hat sich sozusagen darauf verständigt, im Rahmen der Europäischen Union so ziemlich alle militärischen und sicherheitspolitischen Entwicklungen mitzumachen. Ein Fachkollege hat einmal gescherzt, Österreich ist längst in der NATO, aber keiner hat es bemerkt, und er hat damit die Entwicklung in der Europäischen Union gemeint. Also das heißt, es hat sich durch die EU der Charakter in der Außen- und Sicherheitspolitik auch von Österreich verändert in Bezug auf Militäreinsätze. Wir haben heute nach wie vor, alle Militäreinsätze haben ein UN-Mandat, aber
Die Mehrheit der Militäreinsätze sind keine klassischen UN-Einsätze unter UN-Kommando, sondern unter NATO-Kommando und vor allen Dingen auch unter Kommando der Europäischen Union. Und wir haben eine wiederkehrende Diskussion darüber, ob EU-Einsätze an ein völkerrechtliches Mandat gebunden sein müssen oder nicht. Beispielsweise heißt es in den Battlegroups, die können auch möglicherweise ohne ein UN-Mandat entsprechend in Gang gesetzt werden. Und Österreich, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, hat jetzt festgelegt, auch in der vergangenen österreichischen Sicherheitsstrategie, dass es für EU-Einsätze keinen Neutralitätsvorbehalt mehr gibt und auch keinen völkerrechtlichen Vorbehalt mehr gibt. Und das ist schon eine Zäsur in der, wenn wir jetzt mal die letzten Dekaden in der Außen- und Sicherheitspolitik uns anschauen, was das bedeutet. Österreich bringt sich im Rahmen des European Defence Fund, des Rüstungsfonds ein. Österreich bringt sich in einer Reihe von militärischen Kerneuropa-Projekten ein. Da geht es um militärische Mobilität, militärische Krisenreaktion und derartige Dinge. Was wir verabsäumt haben, auch zu sehen, es gibt den Kontext auch der Vereinten Nationen und der OSZE. Das ist ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Und wir haben ja einen Vertrauensverlust in den internationalen Beziehungen. Hoppala. Und das geht einher beispielsweise mit Fragen der Erosion von Rüstungskontrolle und Abrüstung. Und das ist ein Stück weit mein zweites Häppchen, wo ich schon eine große Positionierung von Österreich in Fragen von nuklearer Abrüstung und Rüstungskontrolle sehe. Es gibt gegenwärtig in Kraft den Atomwaffenverbotsvertrag, der ist im Jänner letzten Jahres in Kraft getreten. 122 Staaten haben diesen Vertrag im Rahmen der Vereinten Nationen angenommen. Österreich war ganz wesentlich dabei, wie der Vertrag erstens einmal ausgehandelt worden ist, diesen Prozess überhaupt zu initiieren bei der Formulierung des Vertrags, und jetzt im Juni haben wir die erste Vertragsstaatenkonferenz in Wien. Wichtig ist eines, wie dieser Vertrag zustande gekommen ist, und die Saskia hat die ganzen Begrifflichkeiten zur Sicherheit genannt, wie dieser Vertrag zustande gekommen ist und vor allen Dingen, was er für den Sicherheitsbegriff heißt. Bei diesem Atomwaffenverbotsvertrag geht es nicht nur um die Sicherheit von Staaten, sondern auch um die Sicherheit von Menschen. Das heißt, Ausgangspunkt dieses Vertrages war, wenn es zu einer nuklearen Explosion kommt, hat niemand die humanitären, wirtschaftlichen und sonstigen Aspekte unter Kontrolle, sozialen, medizinischen und so weiter. Daher die Forderung nach nuklearer Abrüstung. Und genau in diesem Kontext sozusagen können wir auch diesen Beitrag Österreichs verorten, der ähnlich wie mit dem Verbot von Antipersonenminen oder Verbot von Streumunition sie entsprechend positioniert. Also auch das ein Beitrag zu einer aktiven Friedenspolitik. Mein drittes Häppchen, die werden jetzt ein bisschen kürzer werden. Zivile Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung. Wir haben uns in den letzten Jahren zu stark auf das Militärische gestützt und haben diese Aspekte ein Stück weit aus dem Blick verloren. Wenn wir uns Österreichs Beiträge im Rahmen der zivilen Außen- und Sicherheitspolitik, den zivilen Auslandseinsätzen anschauen, dann sind die Beiträge Österreichs sehr bescheiden. Zum Teil, was die personelle Entsendung betrifft, unterdurchschnittlich, was die Europäische Union betrifft. Also, und auch insgesamt müssen wir sagen, die zivilen Beiträge in personeller Hinsicht in der Europäischen Union sind in den letzten 10 Jahren sogar zurückgegangen. Also das heißt, da gibt es eine Kräfteverschiebung insgesamt. Im Regierungsprogramm sind zivile Einsätze groß, auch genannt. Und was auch genannt ist, ist ein Aspekt, der interessant ist im Kontext, wie wir Institutionelles in der EU sehen können. Es gibt ein militärisches Kerneuropa, nicht alle Staaten müssen sich an bestimmten Militärprojekten beteiligen. Jetzt gab es die Idee, auch im Rahmen des Regierungsprogrammes, wenn beim Militär ein schnelleres Tempo gewählt wird, wenn nicht alle mitgehen, dann könnte man das ja auch im zivilen Bereich machen. Allerdings, wir haben jetzt sehen müssen in der letzten Zeit, es gibt neue Kooperationen im Militärbereich, aber es ist leider keine einzige Kooperation im Bereich ziviler Konfliktbearbeitung und Krisenprävention zustande gekommen. Wenn ich über Ziviles spreche, meine ich damit nicht nur den Einsatz des Militärs im Äußeren, sondern ich denke da auch an den Einsatz des Militärs im Inneren. Wir haben in den letzten 5, 6 Jahren gesehen, dass sich der Einsatz im Inneren des österreichischen Bundesheers permanent ausgeweitet hat.
Das hat alles seine rechtliche Grundlage. Es ist ein Assistenzeinsatz. Wir haben die vielen Soldatinnen und Soldaten gesehen im Rahmen der Corona-Maßnahmen. Wir haben gesehen, dass gerade seit 2015 Botschaften bewacht werden. Wer durch Wien spaziert, wird immer wieder Soldatinnen und Soldaten treffen. Häftlingstransporte wurden von Militärfahrzeugen durchgeführt, Abschiebeflüge von Militärfahrzeugen. Das hat zum Teil sogar so weit geführt, dass das Bundesheer ganz gewöhnliche Kriminelle sucht. Ein unlimitiertes Abstützen auf das Militär im Sinne einer Assistenz ist eigentlich so nicht vorgesehen. Und das ist nicht nur eine friedenspolitische Frage, sondern das ist auch eine demokratiepolitische Frage. Wer ist in dem Land wofür zuständig? Ist die Polizei zuständig oder gibt es nicht auch den Anspruch daran, medizinisches Personal zu beschäftigen, wenn es um die Fragen von Corona geht? Und das heißt, das Bundesheer hat sich in den letzten Jahren zu so etwas Ähnliches wie einem Universal-Joker für alles generiert, das sozusagen irgendwer aus kapazitären Gründen entsprechend gerade nicht machen kann. Ich mache vielleicht an dieser Stelle einen Punkt, weil ich glaube, ich schon wesentlich länger rede, aber das liegt an die Häppchen vielleicht. Also einmal vielen herzlichen Dank und danke, Thomas. Danke, Saskia. Wir wollten die erste Runde mal so ein bisschen eine grundsätzliche sagen. Ich wollte nur noch ein bisschen auch aus der grünen Schule dabei plaudern, als jemand, der seit Anbeginn damit ein bisschen was zu tun gehabt hat. Es gibt sozusagen auch ein Papier, das die Grüne Bildungswerkstatt Bund in dem Fall herausgebracht hat. Genau, der Thomas hat es gerade vorher schon gesagt, zu sicher ohne NATO hat es damals geheißen, ein Optionsbericht der Grünen, wo ein Satz drinnen steht von Andreas Wabel, manche von euch werden sich vielleicht noch an ihn erinnern, er war ein Nationalratsabgeordneter der Grünen. Die sicherheitspolitische Debatte dreht sich immer mehr um die Zukunft des österreichischen Bundesheers. Also wir reden hier von der Mitte der 90er Texte. Es geht aber um viel mehr. Wir wollen den Krieg als Mittel der Politik überwinden. Friedensarbeit, die nachhaltig gegen Krieg wirken will, bemüht sich um soziale Gerechtigkeit. Wenn man sich das jetzt leider 25 Jahre später anhört, hat sich da nicht wirklich viel weiterentwickelt. Und es gab ein zweites Papier 2001 von den Wiener Grünen in einem Arbeitskreis geschaffen. Das war der Sicherheitsarbeitskreis 2001, der mit dem der ein Sicherheitspapier herausgebracht hat, der mit dem Satz begonnen, das österreichische Bundesheer muss abgeschafft werden. Das war der erste Satz dieses damaligen Sicherheitspapiers und dann kam 2015 ein Papier heraus, warum nicht mit Gewalt von der Sicherheits- zur Friedenspolitik, wo auch damals dann wieder verschiedene Denkschulen angesetzt haben und Frieden wie auch Gewalt lässt sich nicht befriedigend definieren und ist fraglich, ob es überhaupt sinnvoll wäre, einen universellen Friedensbegriff zu entwerfen, der unabhängig von Raum und Zeit und allgemeine Gültigkeit beansprucht werden könnte. Das war damals Wilfried Graf, der diese Sätze gesagt hat. Wohin hat das geführt? Und das mag ich auch ein bisschen darstellen. Es hat dazu geführt, dass wir jetzt in Wien, in Österreich diskutieren, einerseits um eine Erhöhung des Militärbudgets und wo Kurierartikel dazu sich beschäftigen, ob nicht mehr Panzer von Seiten der Grünen sogar empfohlen werden oder sonst was. Es stellt sich dann immer heraus, dass das alles nicht ganz so wahr ist, wie es drinnen steht. Aber es bekommt plötzlich den Punkt, dass manche sich denken, na, ganz unmöglich ist das aber nicht. Also es wird nicht von vornherein als Absurdität mehr festgehalten. Es wird auch nicht mehr als Absurdität festgehalten, wenn darüber geredet wird und diskutiert wird, dass ein Heeresbudget erhöht wird, mittendrin. Ich habe dieses Regierungsübereinkommen, war ich zuständig für den Landesverteidigungsbereich und ich habe immer wieder, auch jetzt wieder, wie ich dieses Regierungspapier, damals dieses Übereinkommen mir angeschaut habe, wieder Dinge festgestellt, die da drinnen stehen, die nach wie vor sich nicht ändern. Die finanzielle Situation und der Zustand des Bundesheers erfordern neue Konzepte für ein zukunftsträchtiges, modernes Heer. Also wir haben sehr wohl damals gesagt, wir haben nur 0,62% BIP und wir wollen daher nicht jetzt, dass hier mehr passieren muss. Die Aufgaben müssen zeitgemäß gestaltet werden. Auch damals war das eine andere Frage und natürlich eine heiße Diskussion. Das ist immer diese heiße Kartoffel-Neutralitätspolitik. Die wurde schon in diesem Papier sehr
sehr sorgfältig umgangen, indem er gesagt hat, die Neutralität Österreichs ist unumstößlich, weil ein Nunasatz tut man sich leichter, als wenn man dann definieren sollte, was denn tatsächlich drinnen ist. Aber wir haben leider, und das hat mich erschreckt, nicht nur 1997 ein Papier rausgebracht, wo die Grünen sich klar gegen einen NATO-Beitritt aussprechen. Es gibt in der Zwischenzeit durchaus Bewegungen innerhalb der Grünen, die sich für einen NATO-Beitritt aussprechen. Die Grüne Jugend hat ausdrücklich gesagt, Österreich sollte zur NATO beitreten. Das heißt, es wird vielleicht auch ein bisschen, und das wäre dann noch eine Frage, die ich dann als nächstes bei uns und nach dem zweiten Statement bei uns diskutieren möchte, ob das nicht auch Diskussionspunkte anbringen könnte. Und das Zweite ist, es gibt jetzt da eine Begrifflichkeit in der Sicherheitspolitik, die ist gestern rausgekommen, die Risikolandschaft Österreichs 2022, ein 319 Seiten starker Walzer, der wohl nicht nur jetzt plötzlich geschrieben worden ist, also es finden sich auch in den Artikeln dann durchaus Dinge, die sich mehr auf 20 berufen, aber das heißt, es gibt eine Seite in der österreichischen Politik, die sich sehr mit Friedenspolitik beschäftigt und mit Sicherheitspolitik beschäftigt, und das ist das österreichische Bundesheer und das Landesverteidigungsministerium. Und wir haben in unseren Vorbereitungsgesprächen auch immer wieder darauf festgehalten, was heißt das denn eigentlich mit der Außenpolitik? Wo kommt denn die Außenpolitik? Jetzt gibt es hier drinnen in dieser Broschüre außenpolitische Außenamts- oder außenpolitische Mitarbeiter, die da drinnen jetzt schon schreiben, von Elisabeth Kornfein bis zu Völkerrechtsbüroleuten. Also durchaus, aber herausgegeben hat es gestern die, oder präsentiert hat es gestern die Claudia Thanner. Also nicht irgendwie das Außenministerium dazu. Wir haben auch eine Feststellung des Sicherheitsbegriffes gesehen, und ich muss immer schmunzeln, wenn wir über Sicherheitsbegriffe sprechen. Ihr wisst, ich war Anfang der 90er, also 1990er, im Iran und Irak tätig, und im Irak, wo ich ein Jahr gelebt habe, war es immer so, dass wenn über dem kurdischen Gebiet drei Flugzeuge geflogen sind, Kampfflugzeuge, dann haben sich alle in den Keller begeben, weil dann war das türkische Armee. Wenn es fünf waren, waren es die amerikanischen Elite-Soldaten, die vom selben Flughafen, nämlich aus Batman in der Türkei, losgestartet sind. Also da wusste man immer genau, wann ist Sicherheit gegeben, nämlich wenn Fünfer fliegen, wenn drei fliegen, ist nicht die Sicherheit gegeben. So trivial kann das manchmal sein und so trivial kann das manchmal kommen. Und zum Abschluss wirbe ich jetzt etwas ein bisschen noch zum Sicherheitsbegriff aus eigener Geschichte. Wir werden im Rahmen des Bundeskongresses, Martin Margulis und ich haben dazu einen Text erarbeitet, einen Antrag stellen, wo wir uns genau zu diesem Thema des österreichischen Bundesheers und der Finanzierung des österreichischen Bundesheers anschauen. Ich habe es gerade vorher schon gesagt, das ist schon ein bisschen eigenartig, wenn immer über Waffen diskutiert werden, wenn woanders mit Waffen aufeinander geschossen wird. Und wir wollen uns damit auch ein bisschen tiefer auseinandersetzen am Bundeskongress. Dieser Antrag wurde übrigens sehr wohl auch gemeinsam mit David Stöck-Müller und mit Michel Raimond geschaffen, also mit dem außenpolitischen Sprecher und mit dem Militärsprecher, der in einem Kurierartikel, und deswegen nehme ich das immer bewusst so auch her, das ist schlichtwegs nicht so gewesen, wie Christian Böhmer das geschrieben hat, dazu. Okay, wir kommen zu einer zweiten Runde intern, und das war uns auch wichtig, auf die derzeitige Situation überzusteigen. Das heißt jetzt, sich auch anzuschauen, was heißt das im Heute, im Hier und im Jetzt und in der Konfrontation des Kriegs in der Ukraine. Und Saskia, darf ich dich anfangen? Ja, danke. Nein, was du jetzt gesagt hast, hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, einfach auf diese komplexe Gemengelage, die wir haben, von Sicherheit, Verteidigungs- und Außenpolitik und Friedenspolitik. Und manche dieser Felder haben sozusagen ein Ressort zugeordnet, manche nicht. Und die Sicherheit als Begrifflichkeit hat einfach einen sehr hegemonialen, dominanten Status bekommen in sehr vielen Politikfeldern. Also wir haben kein Sicherheitsministerium, aber wir haben eine Sicherheitslogik in ganz, ganz vielen Politikfeldern schon eingeschrieben. Und hier ist auch für mich immer die Frage, ist es möglich, und viele sagen, das geht, den Sicherheitsbegriff in irgendeiner Art und Weise zu rehabilitieren und in einer emanzipatorischen Art und Weise zu denken. Und es gibt viele Theoretiker und Theoretikerinnen, die das versucht haben, und emanzipatorische Sicherheit und Human Security, das kommt ja alles aus diesem Bestreben. Aber was sich leider immer wieder gezeigt hat, ist, dass Sicherheit eine gewisse historische Resistenz eingebaut hat,
und immer wieder in diese Logiken verfällt. Also es gibt auch viele, die sagen, wir wollen überhaupt nicht, zum Beispiel, dass Fragen von Gender-Based Violence und so weiter zu stark in diesem Sicherheitskontext gedacht werden. Weil die Versicherheitlichung greift dann und für alle diese Themen, die wir mit Sicherheit ansprechen und auch Klimawandel und so weiter, sofort in einer Logik sind, die das für militärische Denkweisen sehr zugänglich macht. Und vielleicht wollen wir das überhaupt nicht, dass Sicherheit so weit ausgeweitet wird, dass man vermeintlich weit und emanzipatorisch damit umgehen kann, wenn man bedenkt, dass immer noch dieser Kern bestehen bleibt, dieser begriffliche, historische Kern von Sicherheit. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht, was ich vorbereitet hatte für die zweite Runde, aber es macht nichts, weil es passt auch ganz gut. Ich mich auch gefragt habe, was machen wir jetzt auch mit diesem schönen, weiten Sicherheitsbegriff in einer aktuellen Situation, wo die Logik des Krieges sozusagen das Geschehen dominiert. Und ganz egal, wie sehr wir das anders gerne hätten, das lässt sich jetzt nun mal nicht ändern. Und ich glaube, da haben wir immer die Gefahr, dass Aufrufe zur Gewaltlosigkeit und Entmilitarisierung auch dazu beitragen können, dass Schwächere schutzlos zurückgelassen werden. Und in diesem Spannungsverhältnis sich zurechtzufinden, ist eine sehr schwere Aufgabe. Und ich glaube, was wir dazu brauchen, ist wirklich einen differenzierten Militarismus- und Militarisierungsbegriff, der unter Umständen ein geeintes Vorgehen und auch wenn nötig auch militärisch gegenüber einem Aggressor zum Beispiel ermöglicht und uns gleichzeitig wachsam bleiben lässt für die gesellschaftlichen Effekte, die sowas haben kann. Und ich finde da eben auch ganz interessant, wie Feministinnen sich Militarisierung angeschaut haben, die immer wieder sagen, das ist nicht deckungsgleich mit erhöhten Militärausgaben. Das ist ein Phänomen, das hängt natürlich zusammen, aber Militarisierung ist nicht gleich notwendigerweise mehr Geld fürs Militär ausgeben. Militarisierung ist eher ein Zustand, wo die militärische Logik die zivile überlagert. Und wo eben diese militärischen Problemsichtweisen und dann natürlich auch die militärischen Lösungsansätze plötzlich hegemonial werden können. Und wo auch die Assoziation mit dem Militärischen, jetzt tatsächlich oder vermeintlich, eine Ressource ist, aus der man Legitimität und Autorität und eben auch konkrete Mittel und Ressourcen fordern kann. Und ich glaube, das ist die Gefahr, die wir jetzt schon auch ganz konkret haben, wo wir keine konkrete politische Erklärung bekommen, warum das Wachstum militärischer Institutionen jetzt und in dieser Weise passieren soll. Also es ist eine reine Opportunität, man hat eine Situation, wo das militärische Denken akzeptierter wird und wo man mit den Forderungen reingeht, die man natürlich schon lang hat. Und da, glaube ich, gilt es wirklich konsequent einzufordern, dass uns erklärt wird, jetzt hier, was man in Deutschland zum Beispiel mit den 100 Milliarden mehr machen will und was man gemacht hätte, was man jetzt genau konkret anders gemacht hätte, wenn man diese Investitionen vor 10 Jahren gemacht hätte. Also was wäre jetzt die Konsequenz? Warum tut man das? Weil man sieht, okay, man hat vielleicht was versäumt und man kann auf dem Standpunkt sein, dass in Österreich, in Deutschland das Militär nicht optimal ausgerüstet ist. Aber diese Einschätzung kann man überhaupt erst treffen, wenn man weiß, wofür diese Ausrüstung sein soll. Und das ist, glaube ich, sehr interessant, was der Thomas vorher alles sehr konkret und greifbar skizziert hat, wo man die Prioritäten setzt und wo eben nicht. Und dann sich zu fragen, was sind die landesverteidigungspolitischen Konsequenzen aus dem. Also, ja, und dafür braucht es einen politischen Diskurs, das ist aufwendig, das dauert und das ist konfliktreich und das kann einfach auch nicht von Militärs allein getragen werden. Und ich glaube, da haben wir in Österreich auch das Problem, dass die Institution oder die Stelle, von der man das ausdenken müsste, nämlich die Sichtweise der Außenpolitik, so schwach besetzt ist, dass eben dann die Möglichkeit ist, eigentlich eine substanziellere Diskussion zu haben aus einem Ressort, wo der Streit ist, sind wir wirklich nur für Landesverteidigung oder sollen wir versuchen, uns möglichst auf alle opportunen Themen draufzusetzen, wo man uns irgendwie brauchen könnte, damit niemand die Frage stellt, wofür eigentlich. Also das, glaube ich, das ist die Situation, mit der wir hier spezifisch uns beschäftigen müssen. Ja, ich kann da noch, aber das ist vielleicht wieder die nächste Runde, noch ein bisschen mehr zu den Gender-Fragen jetzt im aktuellen Konflikt auch sagen. Aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ja. Ich möchte auch gern anknüpfen.
Ich sehe das ganz genauso. Als erster eine außenpolitische Zielsetzung zu definieren und dann Instrumente zuordnen. Aber was wir in Österreich auch haben, und das ist genau dieser Ursache auch geschuldet, welche Prioritäten denn auch staatlichen Einrichtungen zugeordnet werden in personeller Hinsicht, Außenministerium und Verteidigungsministerium, wie dann der Diskurs entsprechend stattfindet. Und wenn man die aktuelle Sicherheitsstrategie anschaut, da haben wir eine ganze Reihe, einen großen Aufriss von Herausforderungen und Bedrohungen, die von wirtschaftlichen, ökologischen, Migration, Terrorismus, sehr vielen nicht-militärischen Aspekten und am Ende werden Ursachen, Folgen, Instrumente dann in einen Topf geworfen und es kommen wieder nur am Ende militärische Instrumente heraus. Das heißt, es findet keine Zuteilung der jeweiligen Instrumente mit den konkreten Herausforderungen in den internationalen Beziehungen, das findet nicht statt. Es entsteht da so ein bisschen ein Sicherheitsnebel, in dem man dann herumstochert und nachdem es eigentlich dann nur das Bundesheer gibt, macht halt das Bundesheer. Und genauso, weil du den Begriff Klimawandel erwähnt hast, genauso einen Diskurs führen wir ja gerade auch im Bundesheer. Jetzt vor kurzem ist wieder publik geworden, wir denken nicht nur an eine zivile, an eine wirtschaftliche, militärische Landesverteidigung, sondern wir denken auch über eine ökologische Landesverteidigung nach. Und wenn man das jetzt versucht herabzubrechen, das was gegenwärtiger im Diskurs ist, zum Beispiel eine klimafreundliche Airpower, das ist diese Flugshow, die es da gibt. Das ist ein Kasperltheater. Das Interessante ist jetzt, was ist das Ökologische dabei? Man schaut, dass man mehr Pfandbecher einführt, es gibt eine eigene Kompanie, die nachher den Müll wegkramt, es gibt verbilligte Tarife zum Parken für Leute, die in Fahrgemeinschaften kommen und vor allen Dingen, man stützt sich auf das... Und die ÖBB wird was ein günstiges Ticket geben. Das ist mein vierter Punkt, man stützt sich genau auf jene Akteure, auf externe ab, was die beitragen können. Da ist ein Elefant im Raum, Sie werden es bemerken, nämlich der Flugverkehr an sich. Das ist natürlich... Und den Elefant geht man natürlich nicht an. Man argumentiert damit, die hätten sowieso fliegen müssen, weil sie trainieren müssen, aber gut. Markus Vorland. Bitte? Markus Vorland. Ich wollte trotzdem nur zu dieser Frage aktuell zur Ukraine eingehen. Die Neutralität gibt uns da einen Rahmen, nämlich das Neutralitätsgesetz. Es ist eine Verpflichtung, sich an keinem Krieg im Sinne des Völkerrechts zu beteiligen, egal zwischen wem er stattfindet, wann er stattfindet und wo er stattfindet. Das heißt, keine Waffen und keine Truppen. Wo ich jetzt ein bisschen ein Problem habe, und das ist genau dieser Punkt mit der Aushöhlung der Neutralität. Wenn jetzt im Rahmen der Europäischen Union eine Peace Facility, die beschlossen worden ist, und das ist ein Instrument, man muss sich das ja nur mal vorstellen, von den Begrifflichkeiten her, Peace Facility ist unter anderem dafür zuständig, Waffen an Drittparteien zu geben und entsprechende militärische Infrastruktur zu unterstützen. Wenn jetzt im Rahmen dieser Peace Facility Waffen in die Ukraine gehen, hat sich Österreich da enthalten. Also das heißt, das ist eine Aushöhlung der Neutralität. Es haben ja sowieso die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Möglichkeit, Waffen an die Ukraine zu schicken. Das obliegt ihnen, das tun sie auch. Aber es geht halt auch darum, dass man das auch im Rahmen der Europäischen Union macht und auch Staaten, die einen Status wie beispielsweise Österreich haben, da durchaus vor, ich sage jetzt einmal, Herausforderungen stellt. Die Neutralität verhindert nicht, dass wir uns klar und deutlich, wenn das Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen verletzt wird, wenn die territoriale Integrität verletzt wird, wenn mit Atomwaffen gedroht wird, was gemäß UN-Charta auch verboten ist und wenn das humanitäre Völkerrecht verletzt wird. Natürlich dürfen wir uns da zu Wort melden, das tun wir auch und das ist auch richtig so und der Krieg gehört verurteilt. Die Neutralität verhindert das nicht und die Neutralität verhindert auch nicht, ob der Selenskyj im Parlament sprechen darf oder nicht. Aus meiner Sicht geht es gerade aus der Perspektive eines Neutralen erstens einmal um die vielen nicht-militärischen Aspekte, die wir haben, von humanitärer Unterstützung,
Niemand verbietet Österreich, Sanktionen zu verhängen. Aber vor allen Dingen, und das ist jetzt mein Punkt, es gibt in diesem Krieg unglaublich viele Verliererinnen und Verlierer, wenn man sich das anschaut, was da gerade in der Ukraine passiert und rundherum mit den ganzen Schicksalen. Es schaut so aus, als gibt es auf jeden Fall eine Gewinnerin von diesem Krieg, und das sind die europäischen Rüstungskonzerne. Und ich glaube, dass genau das dieser Aspekt ist, den man im Blick haben muss. Und wenn ich das jetzt nur mal auf eine institutionelle Ebene, du hast die 100 Milliarden für die deutsche Bundeswehr, wenn wir mal schauen, was da tatsächlich rauskommt, für Rüstung und Infrastruktur. 100 Milliarden auf dieser Seite, die OSZE hat ein Jahresbudget von 138 Millionen Euro. Das heißt, ein Vielfaches davon gibt nur ein einziger Nationalstaat für Rüstung, Truppen und entsprechende Infrastruktur aus. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die OSZE ist in diesem Raum auch unser Auge und unser Ohr in den Konflikten. Die OSZE hat in jüngerer Vergangenheit in gut 2 Jahren 3000 lokale Waffenruhen vermittelt. Und da sehen wir diese Prioritätensetzung, die gegenwärtig in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik da ist. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist auch ein Trend, den die Europäische Union als Institution, insbesondere die gegenwärtige Kommission, auch entsprechend befördert. Was das heißt, über das können wir dann nachher nochmal reden. Aus meiner Sicht geht es jetzt für Österreich darum, inkludierend wirkende Institutionen, also insbesondere die OSZE und die Vereinten Nationen, in diesem Konfliktbearbeitungsprozess, und ich glaube, das wird ein sehr langer Prozess werden, entsprechend auch ins Zentrum zu rücken. Das ist nicht nur ein Interesse am Multilateralismus, sondern Österreich hat einen UN-Standort, einen von 4, und Österreich ist der Standort und der Amtssitz der OSZE. Also ein ganz ein wichtiger Punkt. Und ein zweites neben dem Institutionellen, das, über das wir noch viel zu wenig gesprochen haben. Wir sprechen über die Sicherheit von Staaten, über die Interessen und so weiter. Über was wir zu wenig sprechen, sind die zivilgesellschaftlichen Akteure. Wir haben seit 2014, seitdem es die Annexion der Krim gab, haben viele zivilgesellschaftliche Einrichtungen in der Ukraine auch Schulungen und Trainings gemacht in zivilen Widerstand. Und es findet dieser Ansatz, wenn man jetzt Meinungsumfragen Glauben schenken darf in der Ukraine, und das tue ich im Grunde auch, findet dieser Ansatz große Resonanz. Viele Menschen in der Ukraine sagen, das ist auch ein richtiges Instrument. Allerdings haben wir jetzt, der ukrainische Präsident setzt halt im Widerstand eigentlich primär auf das Militärische, und er fordert ununterbrochen auf, die europäischen Verbündeten oder Staaten mögen ihm doch Waffen schicken. Und genau daher haben wir so einen Diskurs, dass dieser zivile Widerstand in der Bevölkerung, den ich für ganz, ganz wichtig halte, weil er auch ein Signal und eine Ermutigung für Menschen ist, sich selbst zu ermächtigen und aktiv zu werden, das geht in dieser Debatte Stück für Stück auch entsprechend unter. Ich mache da mal einen Punkt, weil ich glaube, wir haben noch viel zum Ratschen, außerdem sollen Sie auch reden. Ja, danke nochmal euch beiden. Ich komme mal zu ersten Fragen, die mich auch wirklich beschäftigen. Das eine ist jetzt an dich, Saskia. Mich hätte schon sehr interessiert, wo du noch spezifischer diesen frauenpolitischen Zugang findest. Ich habe das sehr spannend gefunden, wie du das vorher gesagt hast, diese gesellschaftliche Verständlichkeit sozusagen, wenn Frauen im Militär sind, was heißt das in der gesamten gesellschaftlichen Struktur, weil ich aus einer anderen Perspektive heraus das immer gesehen habe, als etwas, das Chancen gibt, dass das Militär sich verändert. Mag eh ein Traum sein, sozusagen wie in all diesen Dingen, dass man manchmal so einen Optimismus hat, der sich nicht wirklich zu dem entwickeln kann, der es wäre. Und ich habe das erlebt, wie das Elisabeth am Beginn schon gesagt hat, in einer ganz anderen Situation, wo Frauen in Uniform im österreichischen Uniform im Iran gewesen sind, um als Schutz gewirkt zu sein gegenüber außen. Das waren in Wirklichkeit alles diplomierte Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die dort vor Ort waren und die kurdischen Flüchtlinge versorgt haben, 25.000 damals. Und ich sozusagen als Regierungskoordinator und ziviler Leiter mit diesen 300 war ich eine kleine Pistole daraus. Ich bin am ersten Tag, damals gab es das Leiberl Österreich ohne Heer, du wirst dich vielleicht nur erinnern, mit diesem Palmenstrand und Meer.
Und das habe ich angehabt und dann sind die zu mir gekommen und gesagt, ja, das finden wir auch alle, weil wir sind Blauhelme und wir verstehen das überhaupt nicht, warum es das Bundes hergibt. Also das war 1991. Also da kann sich, man hat damals schon ein bisschen andere Geschichten gehabt. Aber mich würde das jetzt wirklich, das finde ich ganz spannend, diesen Zugang und verstehe auch viel besser, wie du es gesagt hast, im Nachdenken, was heißt das jetzt auch, diese feministischen Perspektive. Also es ist eine Frage nach der feministischen Sichtweise von militärischer Integration. Würde ich meinen. Okay. Für die Militarisierung der Gesellschaft. Ja, ne? Ich bin eine große Verfechterin der Frauenintegration ins Militär. Nicht, weil ich glaube, dass das Militär dadurch besser wird, aber das gehört einfach gemacht. Also da braucht man gar nicht reden. Ne? Also das ist eine rights-based Fragestellung für mich, die absolut notwendig ist und die natürlich das Militär auch verändert. Aber ich glaube, wir können nicht von vornherein annehmen, wir können nicht wissen, in welche Richtung diese Veränderungen gehen und wie stark sie sein werden. Ich habe lange Zeit gearbeitet zur Frauenintegration im US-Militär und ich bin da als junge Doktorandin reingegangen mit einem sehr pazifistisch antimilitaristischen Drive. Und natürlich, wie das immer so ist, wenn man die Subjekte seiner Forschung auf die trifft, dann verschieben sich die Dinge. Und ich hatte ganz viele Interaktionen mit Frauen im Militär, besonders in der Air Force, die ganz empört waren und gesagt haben, was glaubt ihr eigentlich, Feministinnen außerhalb des Militärs uns vorschreiben zu können, was Feminismus ist und wie wir das leben sollen. Und natürlich viele Perspektiven auch in USA-spezifisch. Was bedeutet das, dort dem Militär anzugehören? Welche Lebenschancen eröffnen sich auch daraus, die anders nicht zugänglich sind? Aber es hat mich eine gewisse Bescheidenheit gelehrt in dieser Sichtweise, über was für feministische Idealvorstellungen kann man anderen überstülpen. Insofern bin ich dafür zu integrieren. Was sich auch zeigt in der Forschung, ist, dass die Bedingungen, unter denen das passiert, einen großen Unterschied machen. Es ist ein Unterschied, ob ich Frauen nur instrumentell integriere, weil einfach gerade nicht genug Männer da sind. Das ist meistens der Grund, warum es passiert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber wenn das der Impetus ist, unter dem das passiert, oder auch wenn der Impetus ist, Frauen bringen irgendwas Weibliches, super Tolles, anderes ins Militär ein, sind das meistens die Bedingungen, die dann nicht dazu führen, dass die organisatorische Kultur sich ändert. Sie ändert sich am besten dann, wenn man einen so geschlechtsneutralen Diskurs fährt, wo man sagt, das sind genauso qualifizierte Personen, die die Bedingungen erfüllen können und die genauso als quasi geschlechtsneutrale Soldaten, die dann wahrgenommen werden sollen. Hat auch Nachteile, aber ich sage nur, das Framing und auch die politischen, also die Policies, die dann dranhängen, das ist ja ein weites Feld, in welcher Form dürfen Frauen mitmachen, dürfen sie überall mitmachen, auf welchen Rängen, in welchen Verwendungen, was sind die politischen Benefits davon, was sind die sozialen Benefits, es ist ein weites Feld an Policies und das macht einen riesen Unterschied, unter welchen Bedingungen Frauen integriert werden. Gleichzeitig glaube ich, dass es auch so eine radikale antimilitaristische Position eine absolute Berechtigung hat. Und neben den Militärfrauen habe ich auch immer viel zu tun gehabt mit friedensbewegten Frauen, die gesagt haben, ganz sicher nicht, meine Energie und meine politische Arbeit werde ich nicht in den Dienst stellen von mehr Frauen im Militär, sondern ich habe andere Prioritäten. Und ich glaube, das ist, was man im Feminismus immer bedenken muss, dieses weite Feld. Ich glaube, es ist wichtig, dass alle diese Diskurspositionen existieren und auch Raum haben. Ja? Deswegen, da kann man sich so oder so positionieren. Deswegen, ja, Integration von Frauen ist nicht per se ein emanzipatorischer Akt, es verändert nicht notwendigerweise das Militär und es ist auch eine Frage der Zahlen. Also, wenn man jetzt die Air Force zum Beispiel anschaut, das sind sehr viele Frauen, bis zu 25% in manchen Verwendungen in den USA, das ist natürlich, da passiert schon was. Ja? Also man sagt, ab 30% ändert sich eine Kultur und geht weg in einer Organisation von so einem reinen Tokenism. Aber wenn ich mir das österreichische Bundesheer anschaue mit unter 3%, und das ist immer auch schon wirklich, wenn man alles dazu zählt, dann glaube ich, braucht man da nicht so viele Hoffnungen haben.
Und es ist immer schwierig, auch junge Frauen, die das überlegen, so eine Karriere einzuschlagen. Was soll man denen raten? Als Bürgerin möchte ich sehr gerne, dass die im Militär sind, weil das ist unser aller Militär, das geht uns alle an. Und wir wollen eine gewisse Diversität auch sehen dort. Gleichzeitig, ja, ich möchte mein Leben so nicht verbringen und ich wünsche es auch im Moment eigentlich niemandem anderen. Ich habe das erlebt mit einer grünen, engagierten Frau, die die Offiziersausbildung beim russischen Bundesheer angetreten hat und dann bei den ÖH-Wahlen von der Militärakademie ist eine grüne Stimme und 15 freiheitliche Stimmen gegeben hat. Also so kann sich das dann auch ausstellen. Sie war die einzige Frau in diesem Jahrgang. Ich habe etwas anderes nur auch erlebt im österreichischen Bundesheer und das war, und das will ich meinen, muss ja nicht so sein, war, dass sich Sprache verändert hat, wenn Frauen in den jeweiligen Kompanien und Einheiten waren. Also das, und selbst in Österreich, wo das nur eine geringe Zahl war. Also das habe ich schon deutlichst erlebt, dass sich hier Veränderungen geschaffen haben. Und das glaube ich schon, der nächste Schritt war ja in Amerika dann ganz stark, wie Homosexuelle ins Militär konnten, wo auch dann noch ein nächster Schritt passiert ist. Das ist in Österreich noch nicht. Im Militär, wo das Diskurs ist, also es gibt immer wieder Verheiratete, wie bei den berühmten Offizieren mit Unteroffizieren in der Garde in Wien. Aber es gibt sozusagen von der Struktur her da noch nicht diese Diskussion. In der Polizei hat sie sich aufgelöst. Die Gay-Cops, also auch eine Sicherheitseinrichtung, wo es die Gay-Cops gegeben hat, die haben sich aufgelöst wieder. Also die haben das nicht geschafft. Nein, ich würde auch nicht sagen, dass es keine Veränderungen gibt. Ich glaube nur, es ist ein bisschen viel verlangt von Frauen, die in so eine Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise männlich und maskulinistisch aufgeladene Institution kommen, dass die jetzt auf ihren Entry-Level sozusagen nach oben wirken sollen. In den Einheiten ändert sich sehr viel, das weiß man ja. Ja? Aber was muss sozusagen passieren, um eine Institution zu verändern und wohin wollen wir denn gerne, dass sie sich verändert? Also es ist komplex. Ich habe es im sicherheitspolitischen Aspekt jetzt, also vor allem auch jetzt. Also. Eine zweite Frage, die an dich, Thomas. Du hast zuerst in einem deiner Happen gemeint, das ist der Universal-Joker für alles, das österreichische Bundesheer. Und hast Assistenzeinsätze in den diversesten Bereichen sozusagen gesagt. Ist das für dich so ein Zivilisieren des Militärs oder ist es eine Militarisierung des zivilen Berufs? Nein, es ist der Rechnungshof in der Prüfung dieser Angelegenheiten ja relativ eindeutig gewesen und hat auch gesagt, beispielsweise ab 2016, dass das Bewachen von Botschaften durch das Militär eigentlich keine Notwendigkeit mehr ist. Und auch das ist ja so vorgesehen, wenn man sich jetzt die Wehrgesetznovellen anschaut und so weiter, dass wir sehen, das Militär ist eben nicht dafür da, ständig für zivile Bereiche herangezogen zu werden. Auch wenn es der Karl Nehammer damals nur als Innenminister gesagt hat, das ist eine neue österreichische Sicherheitskultur, dass das Bundesheer alles macht, was man gerade braucht. Aber im Grunde geht es ja auch darum, wenn wir zur Erkenntnis kommen, es braucht mehr Polizei, weil die Botschaften, die diplomatischen Vertretungen nicht ausreichend bewacht werden können, dann müssen wir auch mehr Polizei nehmen. Und wenn wir der Ansicht sind, wir brauchen Personal in diese oder jene Richtung, dann muss man das auch nehmen und sich nicht permanent abstützen auf das Militär. Ich komme zu was ganz anderem dabei. Du hast vorher auch über die außenpolitischen Mängel sozusagen gesprochen, gerade auch jetzt in dieser gesamten Situation, wie sie sich jetzt herrscht. Wo gäbe es denn da? Ich mag ja nicht immer nur über das, was schlecht ist, reden sozusagen. Ich mag ja auch manchmal dann den Weg dazu suchen, gäbe es noch Möglichkeiten, hier was zu erweitern. Also wenn ich mir diese Broschüre eben anschaue, die ja sehr gemischt von den Referentinnen und Referenten, die da drinnen geschrieben haben, also losgeht. Die Bilder sind nicht sehr gemischt, sondern die Bilder sind alle sehr militärisch übrigens. Ich kann es leider nicht herumgeben, weil ich weiß, dass es dann weg ist, was ich verstehe. Weil es ist aber das Einzige, was wir noch haben bis jetzt. Aber man kann es auf der Homepage des Bundesheers.
Man kann es dauern, ich habe es zuerst überlegt gehabt, dauern und bin aber heute in der Extra noch hingefallen, so, weil es hat 319 Seiten und das zu downloaden war mir dann ein bisschen zu umfassend zum Ausdrucken für heute. Aber um nochmal zurück sozusagen in der außenpolitischen. Ja, ich glaube, der Thomas hat das eigentlich eh vorher sehr, sehr schöne Beispiele gebracht, über wo man das Engagement zurückgefahren hat und wo man auch wieder aufbauen kann. Ich glaube, das Problem ist schon, dass das Außenministerium einfach ein Ressort ist mit wirklich sehr, sehr wenigen Ressourcen und auch einer seit Jahren nicht bedienten Kultur der internationalen Beziehungen und wie will man sich da und auch keine sozusagen Prioritäten, also wo will man besonders wirken, und das weiß ja jeder, dass so ein Kleinstaat wie Österreich kann natürlich nicht global alle Themen bearbeiten und kann wahrscheinlich nicht einmal alle Themen in der unmittelbaren Nachbarschaft wirklich bearbeiten, aber dass man da Prioritäten setzt und dann entsprechend in Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts, die das ja auch angeht, was erarbeitet, was eben nicht nur eine reine Begrüßungsdiplomatie, sage ich mal, die schöne Foto-Opportunities gibt, sondern wo man auch inhaltlich etwas will. Und ich meine, ganz radikal könnte man sagen, wieso positioniert sich Österreich nicht als Vertreter der UN Women, Peace and Security Agenda? Da gab es Ansätze, da gibt es eine Tradition, das kostet auch nicht viel, aber man muss sozusagen das politisch wollen und man muss sich dann überlegen, in welchen Gremien tritt man in welcher Art und Weise dafür auf. Natürlich gibt es auch viel Raum im Moment, oder sich verengender Raum, sagen wir so, in der europäischen Diskussion. Also was da geschildert wurde für die Sicherheitsstrategie Österreich, das stimmt natürlich auch sehr für diesen EU Strategic Compass. Ich glaube, das ist in der Diskussion relativ untergegangen, dass der gerade jetzt im März beschlossen wurde und quasi von der EU gefeiert als das erste Mal, dass man sich auf Member State-Ebene geeinigt hat, wo man verteidigungs- und sicherheitspolitisch hin will. Herausgekommen ist ein Dokument, das ganz ähnlich ist, was Thomas gerade geschildert hat. Also die Schilderung umfassender Bedrohungsszenarien und Sicherheitsprobleme überall, in jedem Bereich und in jeder Region der Welt. Dann lang nichts und dann eine lange Forderung, von was da jetzt alles an Capabilities aufgebaut werden muss, was da für Budgets her müssen, welche Koordinierungs- und Harmonisierungsprozesse man haben will und so weiter. Aber überhaupt keine Verbindung, wo man sagt, was will man eigentlich? Was will man in der europäischen Nachbarschaft? Was will man in der MENA-Region? Was will man am Westbalkan? Völlig unklar. Es wird einfach nur die Bedrohung hervorgerufen und dann, oder aufgerufen, und dann wird gefordert. Und Österreich hat leider keine sehr kritische Sichtweise zu diesem Strategic Compass, aber das wäre auch eine Möglichkeit, nochmal zu sagen, Moment einmal, die EU hat eine ganz andere Tradition als Global Power. Und es ist fraglich, warum man jetzt quasi so eine robuste, taffe, maskulinisierte EU-Identity schaffen möchte, wo man eigentlich eine Tradition hat, eben in der zivilen Konfliktbearbeitung, im Konfliktmanagement, in diplomatischen Beziehungen und so weiter. Warum baut man da nicht mehr aus? Hier könnte Österreich auch dafür eintreten. Kostet auch nicht viel. Aber man muss es sozusagen politisch entscheiden und wollen. Ich weiß gar nicht, ob es um die Kosten geht. Wenn du sagst, kostet nicht viel. Ich würde das Budget nicht reduzieren, sondern es schlicht dann einfach für was anderes ausgeben. Das ist der Punkt. Es geht ja nicht, weil das ist der Vorwurf, der immer wieder gemacht wird. Das ist Trittbrettfahrerei. Alles, was nicht automatisch schierst und rollt, ist Trittbrettfahrerei. Und das ist wirklich ein Problem in dem Diskurs. Es ist nicht Trittbrettfahrerei, wenn man humanitäre Hilfe leistet. Es ist keine Trittbrettfahrerei, wenn man schaut, dass multilaterale Institutionen funktionieren und dass die UNO arbeiten kann. Das ist keine Trittbrettfahrerei. Und ich stimme dazu, es braucht schon zentrale Aspekte, wo Österreich sowas Ähnliches wie ein Trademark entwickelt. Mhm. Im Bereich humanitäre Rüstungskontrolle und Abrüstung haben wir uns das ein Stück weit erarbeitet, muss man sagen. Atomwaffenverbotsvertrag ist nur ein Punkt. Die Ottawa-Konvention ist ein zweiter Punkt gegen Antipersonenminen, das Engagement gegen Streubomben, wo es ja ebenfalls ein internationales Verbot gibt, hat sich Österreich ganz stark engagiert. Und man muss auch sagen, das ist auch zu unterstützen und das halte ich für einen Mehrwert in den internationalen Beziehungen.
genauso das gegenwärtige Anliegen Österreichs, tödliche autonome Waffensysteme zu verbieten, also die sogenannten Killerroboter. Auch da haben wir ein ähnliches Problem wie beim Atomwaffenverbotsvertrag. Österreich hat eine relativ eindeutige Position, die ich auch unterstütze. Allerdings, wir finden in der EU keine Freundinnen und Freunde. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, mit diesem sicherheitspolitischen Pluralismus, es genügt nicht, dass wir Politik im Rahmen der Europäischen Union betreiben, weil da greift das zu kurz. Wenn man ins Globale schaut und in die Generalversammlung der Vereinten Nationen eingegangen, da finden wir plötzlich sehr viele Freundinnen und Freunde, um so ein Anliegen voranzubringen. Und das sind diese Punkte, wo ich sage, diese gegenseitige Solidarität und Loyalität im Rahmen der Europäischen Union. Wir müssen nach unseren Zielsetzungen in der Außenpolitik fragen und dann schauen, mit wem können diese Zielsetzungen entsprechend umgesetzt werden. Und mir geht es auch viel zu sehr ab, dass Österreich auch beispielsweise auch im Kontext der Europäischen Union stärker auf die paktungebundenen Staaten zugeht und schauen, wenn sie im militärischen Bereich, und ich stimme da völlig zu mit dem strategischen Kompass, wenn sie im militärischen Bereich so viel tut und das Militär kriegt Budgets, das Militär kriegt einen Zeitplan, das Militär kriegt Kontrollmechanismen und so weiter und so fort, und da steht überall wann bis wann, wie viel und warum. Beim Zivilen ist es aber relativ unverbindlich und wir sehen, dass sie manchmal wahnsinnig wenig bewegt. Und wenn es so etwas wie einen Civilian Compact gibt, dann steht da das drinnen, was im Wesentlichen seit 20 Jahren in diesen Dokumenten drin steht. Also die Zahlen, das verändert sich aus meiner Sicht in quantitativer Hinsicht nicht in diesem Schritt, wie sie das Militärische entsprechend bewegt. Warum Österreich da so unkritisch ist, ich glaube schlicht und einfach, wenn wir jetzt versuchen, uns österreichische Außen- und Sicherheitspolitik nicht nur die letzten zwei Dekaden, sondern die letzten drei, vier, fünf Dekaden anschaut, da hat Österreich in der Anfangsphase eine sehr klare Linie auch verfolgt, was Amtssitzpolitik betrifft, was gute Dienste betrifft und viele andere, Wien als Ort des Dialogs und Verhandlungen und. Mit dieser Veränderung, die sich im Rahmen der Europäischen Union geht, und das ist wieder dieser Punkt mit der Frage NATO ja, NATO nein, und wir haben uns entschieden, sozusagen nicht der NATO beizutreten, aber auf europäischer Ebene alles zu unterstützen, was da so daherkommt. Und genau das ist ein Stück weit dieser Aspekt, der dann Österreich Möglichkeiten eröffnet, die es in militärischer, in rüstungsindustrieller Hinsicht, die man ohne Europäische Union überhaupt nicht diskutieren bräuchte. Also das heißt, kein Politiker oder keine Politikerin hätte sich ohne EU hergestellt und sagt, wir legen jetzt ein Rüstungsprogramm für die und jene Dinge auf. Das funktioniert nur durch diesen Loyalitäts- und Solidaritätsmechanismus im Rahmen der Europäischen Union. Ja, wozu man sagen muss, dass der zivile Konfliktmanagement war ja eine der vier großen Säulen von diesem Strategic Compass, als man den Prozess begonnen hat. Ja, ja. Und wenn man das jetzt aber liest, ist das... Was ist draus geworden? Nein, nichts ist draus. Also ja. Sehr, sehr wenig. Ja. Und deswegen, glaube ich, muss man eben, man darf nicht nur die Enddokumente sehen, weil ich meine, ob auf dem Strategic Compass überhaupt irgendwas wird, werden wir ja auch erst sehen. Werden wir schon, aber, ja. Das sind ja Prozesse, die da dem Ganzen vorangehen. Und warum man sich nicht da zum Beispiel stärker engagiert hat, dass diese Aspekte, in denen wir auch stark sind und wo es eine gewisse Tradition gibt, dass die weiter präsent bleiben. Also das weiß ich nicht genau. Und ich glaube, das Problem ist einfach auch am internationalen Parkett, alles, was du jetzt aufgelistet hast, ich meine, wer weiß denn das außer dir? Also na, du? also in so einer kompakt dargestellt weiß ich das auch nicht. Also das ist ja nicht so, dass die österreichische Außenpolitik damit hergeht und sagt, schaut mal, was wir da alles machen. Also das ist unterm Radar. Und gleichzeitig ist eben das Problem, dass Österreich im Vergleich zu anderen Staaten eine sehr volatile Außenpolitik hat. Also mit jedem Regierungswechsel gibt es Unsicherheit. Ja, aber das ist wichtig, weil du gesagt hast, man muss sich die Partner suchen, um diese Themen durchzubringen. Aber wenn keiner weiß, wofür Österreich steht und wofür es vielleicht nach der nächsten Wahl steht, ist es sehr, sehr schwierig, diese Allianzen zu schließen. Ne? Und da gibt es keine Kontinuität, weil es
keine Außenpolitik im österreichischen Sinne gibt, die irgendwie über Regierungsperioden bestehen kann. Und die können manchmal sehr kurz sein, wenn wir die letzte Außenministerin wissen, die sich dann Ohrringe hat schenken lassen. Ja. Und das vielleicht zu bestärken, einmal, was du sagst, wenn man sich den Atomwaffenverbotsvertrag anschaut, dass das so gut funktioniert hat, liegt schlicht und einfach daran, dass unglaublich engagierte Diplomatinnen und Diplomaten gibt, die genau das verfolgen, die ihren jahrzehntelang funktionierenden Netzwerk genutzt haben und sie das einfach ertraut haben. Das muss man auch sagen. Ich glaube, das ist auch Einzelpersonen, könnte man ja immer hervorstreichen, die sozusagen sowohl in der Außenpolitik als auch in der Sicherheitspolitik sich sehr wohl klare Ziele setzen und sehr wohl klare Ziele. Mhm. Ich mag nur ein bisschen, weil ich auf die Uhr geschaut habe, ein bisschen in die Gruppe kommen. Ich bitte euch sozusagen, weil der Thomas gerade von der Wiener Plattform gesprochen hat, also wir sind hier Plattform und ich bitte euch, die Elisabeth wird schauen, dass ihr das tatsächlich auch mikrofoniert bekommt, den jeweiligen Punkt. Ich glaube. Ja, wir sind bei den Grünen und ich mache Frauen, Männer, Frauen abwechseln. Danke. Es ist vorhin gefallen, dass die ukrainische Bevölkerung gar nicht abgeneigt wäre, zivile Abwehr oder wie immer das genannt worden ist, zu machen. Aber was könnten sie machen in so einer Situation, wo ganze Städte zerstört worden sind? Also sowas wie Mahatma Gandhi, das Salzmonopol zu brechen oder das. Also was könnten Sie machen? Gibt es da ein Beispiel? Danke, Eva. Soll ich ein bisschen sammeln? Ja, ich sammle ein bisschen. Ja, Erwin Mayer, möchte nicht zu weit ausholen, aber bin auch seit den 90er Jahren oder späten 80er Jahren in der Friedensbewegung, habe mit Peter Steirer und Gerry Ecker Österreich ohne Heer mitgegründet. Und eine Konsequenz des damaligen Engagements war, dass ich meine Diplomarbeit auf der WU zur immerwährenden Neutralität geschrieben habe, zur Pflicht zur bewaffneten immerwährenden Neutralität. Und um eine lange Diplomarbeit in einem Satz zusammenzufassen, das Institut der immerwährenden Neutralität schreibt die Bewaffnung nicht vor. Das war der Konsens, den ich mit meinem Professor errungen habe. Spezialvölkerrechtlich war es so, dass die drei westlichen Signatarstaaten unbedingt eine Aufrüstung Österreichs wollten. Und das ist vielleicht im heutigen Zusammenhang noch wichtig, dass Österreich selbst, die Regierung, ebenfalls eine Bewaffnung wollte, weil sie schon damals gemerkt haben, Gesamtwesteuropa, alle sozialdemokratischen und konservativen Parteien waren eigentlich auf Entmilitarisierung unterwegs und wollten keine weitere Aufrüstung mehr. Ich sage nur CSU, Franz Josef Strauß hat damals gesagt, nie mehr wieder eine Bundeswehr in Deutschland. Das war so ein Grundkonsens nach so viel Waffeneinsatz und so viel Schrecknis, das nicht mehr aufzubauen. Und dann hat man auch in Österreich gewusst, das kriegen wir nicht durch bei der Bevölkerung, viel Geld für sowas ausgeben. Aber jetzt wollen wir die Neutralität, dann sind wir unabhängig und über die Neutralität können wir das gut verkaufen. Also wollen wir das mit den Signatarstaaten gleich mal festschreiben im Neutralitätsgesetz. Wir verpflichten uns nach Schweizer Vorbild zur bewaffneten Neutralität. Die Russen wollten das nie. Die haben während der ganzen Verhandlungen davor und danach immer hineingeschrieben, was Österreich alles nicht rüsten darf. Nicht Flugzeuge, nicht Raketen, nicht. Aber wie gesagt, spezialvölkerrechtlich kann man das argumentieren. Zum heutigen Konflikt zurückkommen und dazwischen vieles weglassend. Ukraine, da würde mich schon interessieren und da sollte man hineingehen, was ist da jetzt grüne Position oder könnte sie sein? Ich weiß ja, dass das auch in Bewegung ist, ja? Das ist jetzt nicht einfach. Nicke hat ja einiges angedeutet, was es für Stimmen gibt und es gibt schon grüne Offizierinnen und so weiter. Soll jetzt Österreich oder der Westen, jetzt kann man sagen, wegen Neutralität halten wir uns raus und brauchen wir die Frage nicht beantworten, Waffen liefern? Erste Frage. Zweitens, soll Österreich aufrüsten? Das haben wir vom deutschen Beispiel gehört, wir haben auch von der Frau Tanner gehört, 1,5%, 2%, 2,5%, wer bietet mehr? Am BIP sollen wir aufrüsten? Ist das die Konsequenz? Und damit gleich die Frage verbunden, kann Rüstung überhaupt vor weiteren Konflikten schützen? Kann das Frieden bewahren? Es gibt ja diesen jahrtausendealten Spruch und der wird auf Latein nicht besser als in Deutsch. Wenn du den Frieden willst, dann rüste. Rüste für den Krieg, wenn du den Frieden bewahren willst. Der Spruch wird, wie gesagt, in Deutsch nicht besser. Ist das jetzt so? Also kann man aus dem Ukraine-Konflikt ableiten, wir müssen rüsten, alle mitsammen, Österreich alleine oder im Zusammenhang mit europäischen Verpflichtungen oder im Zusammenhang mit NATO oder nicht? Den letzten Satz dazu vielleicht, weil mich auch Bertha von Suttner sehr geprägt hat und ich das gelesen habe.
Es war ja so, dass sie den Krimkrieg verfolgt hat, dass durch irgendwelche Verwirrungen ist sie da hineingekommen wegen ihrem Mann und so weiter. Und dann hat sie die Schrecknisse gesehen und hat daraus abgeleitet, viel Militär und viel Waffen bedeutet viel Zerstörung und viel Tod und viel Leid. Und daher eigentlich keine Waffen mehr, keine Rüstung mehr, kein Militär. Dann hat man ihr gesagt, das ist ein typisch fraulicher Zugang, das ist so Empathie und Gefühl und Emotion und mütterlich und bewahren. Und dem muss man jetzt richtige, echte, männliche Rationalität gegenüberstellen. Und wenn man wirklich nachdenkt und nicht nur Frau ist, so hat man damals argumentiert, muss man ganz viel rüsten, weil die damaligen Kriegsmaterialien, die Kanonen, die Panzer, die entwickelt wurden, waren schon so groß und so zerstörungsmächtig, dass man gesagt hat, es kann nie mehr einen Krieg geben. Das hat man in den 1910er Jahren und bis vor dem Weltkrieg eigentlich gesagt, es wird nie mehr einen großen Krieg geben, weil bei den Kanonen und bei den Booten und bei den Fliegern kann es keinen Krieg mehr geben. Dann war wieder mal Krieg. Dann hat man nach dem Ersten Weltkrieg wieder gesagt, so viel Zerstörung, nie mehr Rüstung. Alle Staaten haben nicht gerüstet, es ist auch Deutschland schwer gefallen, die Rüstung dann in den 30er Jahren wieder hochzuziehen. Zweiter Weltkrieg, wieder viel Militär, viel Zerstörung, viel Leid. Wie gesagt, dann hat man in den 40er und 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gesagt, nie mehr Rüstung. Hat sich wieder gedreht. Dann hat man wieder gesagt, nur viel Rüstung verhindert sozusagen den Krieg. Und wir hatten immer wieder Kriege unter der atomaren Schwelle. Und jetzt höre ich auf damit. Was heißt das heute? Wenn wir den Konflikt Russland-Ukraine sehen, diesen Angriffskrieg, müssen wir eben mehr rüsten, um einen Übergreifen des Konfliktes quasi nach Europa zu verhindern. Hätte mehr Rüstung der Ukraine geholfen, überhaupt nicht angegriffen zu werden? Haben in anderen Regionen sozusagen viel Rüstung Kriege verhindert? Oder ist es nicht nach wie vor so? Und jetzt schließe ich mit Bertha von Suttner, viel Rüstung, viel Militär ist immer wieder Krieg und ist viel Zerstörung. Es ist so simpel, aber schwierig zu beantworten. Sehr schwierig zu beantworten. Elfi, darf ich kurz, weil das jetzt so... Nein, das sind eh die zwei, ich mache dann die nächste Runde. Genau. Also auf die Frage, müssen wir mehr rüsten? Nein, weil wie gesagt, also es hat uns ja auch noch keiner erklärt, was wir jetzt mit der vielen, wenn wir schon aufgerüstet wären, was da anders gelaufen wäre. Und ich glaube, wenn man in diese Vorstellung reingeht, wenn wir alle viel mehr aufgerüstet wären, dann hätte Russland nicht uns, weil dann ist man genau in dieser Logik, in die man nicht kommen will. Weil das ist, glaube ich, die Logik, die im Endeffekt kriegsfördernd ist. Aber ich glaube, dass das trotzdem eine andere Frage ist, von ein anderer Denkhorizont, in dem man diese Frage bearbeitet, als was tut man jetzt? Und ist es quasi überhaupt unsere Entscheidung zu sagen, ob sich die militärisch wehren dürfen oder nicht? Und können wir das aus einer rein abstrakten Moral ableiten, wie wir jetzt in dieser konkreten Situation handeln sollen? Und ich glaube, was man schon auch sehen muss, man hätte wahrscheinlich mit den militärischen Mitteln, die man hat, also nicht Österreich, aber andere, schon viel früher was tun können, nämlich als die Krim überfallen wurde oder auch als in Syrien gehandelt wurde von Russland, wie es der Fall war. Also man hätte viel früher diesen Prozess Einhalt gebieten können, durch verschiedenste Mittel, wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau. Und eine weitere Ebene ist natürlich schon diese geopolitische Frage auch. Kann man das wirklich isoliert betrachten, als jetzt diesen einen Konflikt zwischen Ukraine und Russland? Oder ist nicht ein militärischer Sieg dort notwendig, um ganz andere Problematiken zu verhindern? Also braucht der Westen nicht diesen militärischen Sieg dort, damit eben sich nicht diese Kriegslogik weiter ausbreitet? Weil wir haben ja überhaupt keine Garantie, dass das die letzte Idee von Herrn Putin war, da weiterzugehen und woanders noch. Also ich glaube, wir müssen schon die prinzipiellen Fragen stellen, aber ich glaube, wir müssen schon auch sehen, die Situation, in der wir jetzt sind, und fragen, was kann man da militärisch tun, in einem Rahmen, in dem wir sind. Aber zu sagen, wir brauchen jetzt unglaubliche Investitionen, damit wir in 10, 15 Jahren irrsinnig hochgerüstet sind, das ist ja sicherlich der falsche Weg. Weil es ist ja nicht so, dass es nicht die Möglichkeit gäbe, militärisch zurückzuschlagen. Es wird nicht getan, im Moment noch, aufgrund von sicherheitspolitischen und strategischen Überlegungen. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass das nicht möglich wäre. Ja, vielleicht ist das eher was für dich. Das sagt der Thomas dann eh noch. Ich wollte nur ganz kurz dazwischen, was mich so irritiert hat, nämlich auch jetzt in diesen Fragestellungen,
die sich jetzt innerhalb der österreichischen Strukturen geschaffen haben, dass der Vorhofer, Brigadier und strategischer Mitdenker, das ist ein Bundesjahr, sagt, wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir alle denkmöglichen Dinge begegnen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Zugang, weil man sollte jetzt erstmal Ziele dafür überhaupt dazu nehmen. Nein, vor allem hat uns nicht das Bundesheer jetzt über ganz viele Jahrzehnte erklärt, dass der klassische Angriffskrieg nicht, also das war ihre Analyse, ja, die ganze Zeit. Sagen Sie auch. Aber das gilt immer noch. Wer bedroht denn Österreich klassisch konventionell? Ich glaube auch, dass es das erst einmal durch einen nuklear gerüsteten Militärpakt mit Beistandsverpflichtung durch. Nein, ich glaube schon, dass es stimmt. Ich glaube nur, vor dem Hintergrund ist es ein bisschen problematisch zu sagen, wir haben uns geirrt, eigentlich ist es unser Hauptbedrohungsszenario und auf dieser Basis wollen wir uns jetzt vergrößern. Das ist, finde ich, nicht nachvollziehbar. Entschuldigung. Thomas, darfst du noch kurz was zur Ego sagen? Ja, das eine, ich wollte vielleicht aber da anknüpfen und dann, also es nötigt mir wirklich ganz großen Respekt ab, wenn jemand versucht, seine Diplomarbeit in einem Satz zusammenzufassen. Also ich ziehe meinen Hut, ich würde nicht einmal den Versuch wagen, sowas zu machen. Okay. Die Neutralität ist mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen. Und wir müssen natürlich darüber verhandeln, was ist das Gebot? Ich glaube, dass es sehr wohl zivile Instrumente sind und vor allen Dingen primär zivile Instrumente sind, weil genau diese Debatte schützt uns Aufrüstung, da kann man Zweifel haben, oder schützt uns nicht viel mehr Beiträge in den internationalen Beziehungen zu leisten, die hüben wie drüben gebraucht und gefragt werden. Nicht umsonst kennen wir ja aus der Neutralität, egal ob man jetzt einen militärischen, realistischen Ansatz, einen idealistischen Ansatz, einen institutionalistischen Ansatz wählen. Die Neutralität hat in den unterschiedlichen Denkmodellen ja ihre Funktion. Und genauso soll man das, glaube ich, auch ein Stück weit versuchen einzufädeln. Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, müssen wir jetzt rüsten. Das ist immer... In Wirklichkeit ist dieser Prozess ja schon die ganze Zeit in Gang. Dass Deutschland 100 Milliarden vorschlägt, hat ja auch den Hintergrund, dass man seit einigen Jahren ganz massiv Geld in die europäischen Rüstungskonzerne steckt. Das Ziel dieser Autonomie und des strategischen Kompasses, autonomes Agieren bei Truppen, autonomes Agieren in der Rüstungsindustrie und autonomes Agieren im Handeln und in den Entscheidungsfindungen. Das sind die drei Determinanten, um die es bei dem strategischen Kompass geht. Und diese Debatte haben wir schon seit 2016. Also das heißt, schon 5, 6 Jahre haben wir diese Debatte. Und genau deswegen fällt es entsprechend leicht, sozusagen unter Anführungszeichen, das Geld auch entsprechend investieren zu können. Manchmal wird spekuliert, können wir das überhaupt ausgeben? Ich glaube schon, dass es funktioniert, wenn man den politischen Willen hat. Aber warum das so gekommen ist, und das ist wieder dieser Knackpunkt mit 2016, das zu verstehen, eröffnet uns eine Dynamik oder eröffnet uns ein Denken, wie das in der Europäischen Union, glaube ich, tickt. Es hat 2016 das Referendum zum Brexit gegeben. Großbritannien ist raus und Großbritannien hat auch stets in der Europäischen Union eine Position vertreten, ja, Hard Power schon, aber immer nur in Abhängigkeit zu den USA und zur NATO. Und mit dem Moment, wo Großbritannien raus war, haben insbesondere Frankreich gesagt, die ja sowieso der NATO skeptisch gegenüberstehen, jetzt hat Frankreich einen Hebel, um sozusagen ein kerneuropäisches Modell auf die Beine zu stellen, dass der außen- und sicherheits- und militärpolitische Hebel von Frankreich durch die Europäische Union wesentlich größer ist. Und wir sehen ja das in dieser ganzen Debatte. Das Drängen von Frankreich in den ehemaligen französischen kolonialen Zuständigkeiten aktiv zu werden, in Mali, wo wir uns permanent da blutige Nasen holen damit und was auch nicht sinnvoll ist, das militärisch versuchen zu lösen. Aber das ist einerseits der Brexit, zweitens haben wir Angst gehabt vor dem Donald Trump, der damals gewählt worden ist. Die Volksrepublik China hat globale Ambitionen entwickelt und 2016, und das hat ein Stück weit aus meiner Sicht auch beigetragen. Wir haben
2015 die Menschen, die vor Krieg und Armut davongelaufen sind, willkommen geheißen, und 2016 hat sich diese Stimmung ein bisschen geändert. Und da war es dann legitim, wieder ins Militär zu investieren, und die müssen sich an unsere Grenzen stellen. Und genau dieser Punkt, das hat die besonders die Europäische Kommission bewogen, eine Reihe von Rüstungsmaßnahmen auf die Beine zu bringen. Und es dauert in der Europäischen Union in der Regel furchtbar lang, bis sowas entsteht. Aber mit dem Moment, wo Großbritannien raus war, ist es irrsinnig schnell gegangen, dass erstens einmal dieser Rüstungsfonds zustande gekommen ist, dass wir ein militärisches Kerneuropa, das wir seit 10 Jahren in den Verträgen der Europäischen Union stehen haben, mit denen aber nichts passiert ist, plötzlich in Windeseile aktiv worden ist, und wir haben jetzt da 60 im Wesentlichen militärische Projekte. Also das heißt, genau dieses Moment ist da ein Stück weit genutzt worden. Und genau mit dem Hintergrund müssen wir jetzt auch das, was die westeuropäischen Staaten jetzt machen und auch die mitteleuropäischen Staaten jetzt machen, Geld in die Rüstung zu stecken, genau mit diesem Hintergrund müssen wir das auch lesen. Also das heißt, das ist nicht etwas, was jetzt vom Himmel fällt, sondern das war schon die ganze Zeit da und in den strategischen Dokumenten auch permanent vorbereitet worden mit dem Kompass und so weiter. Kannst du vielleicht ein bisschen genau auf die Ebene noch? Ja, das bezieht sich vor allen Dingen auf 2014 und Folgejahre. Das heißt, beispielsweise jetzt, und jetzt nicht zwingend, das sind jetzt keine jüngste Umfragen von den letzten 6 Wochen, sondern bezieht sich sozusagen auf diese Phase. Und da geht es jetzt nicht nur um den Salzmarsch, sondern da geht es um Boykottmaßnahmen, um Streiks, um Bummelstreiks, um Nichtzusammenarbeit und so weiter. Und das sind genau diese Punkte, die die Bewegungen studiert haben bei jenen, die beispielsweise in Ägypten aktiv waren, die in Serbien aktiv waren, die dieses Buch von Gene Sharp über den zivilen Widerstand gelesen haben und die ganzen Instrumente, die uns da zur Verfügung stehen. So, das ist natürlich, stellt sich im Kriegsfall, wie das gegenwärtig ist, immer ein Stück weit anders dar, aber ich denke dennoch, dass es ein zentraler Ansatz ist, diese Bewegungen, diese Menschen entsprechend zu unterstützen, weil die machen sozusagen, betreiben ja irgendwo eine, wie soll man mal sagen, ja, ich mache jetzt auch mal einen Punkt. Gut. Dankeschön, vielleicht kann ich noch was ergänzen dazu, also es gibt ja jetzt in den zeitweise von Russland besetzten Gebieten, gab es jetzt ja auch irgendwie in Cherson zum Beispiel ganz große Proteste, wo die Leute einfach auf die Straße gegangen sind, unbewaffnet gegen Panzer und so, also das gab es, Melitopol glaube ich genauso, und also ich weiß nicht, ob man das noch als zivil bezeichnen kann, aber in Belarus wurden Schienen gesprengt, genau, um quasi die Versorgung des russischen Militärs aufzuhalten. Also da gibt es schon einiges, was super mutig und super schwierig ist, aber... Und da passieren ja ganz klasse Sachen, wenn man auf so Gastroportale schaut, wo man dann Lokale bewerten kann, dann schreiben die Leute hin, das war ein super Abend, aber Putin hat uns ein bisschen die Laune versaut. Und genau solche Formen des Widerstandes, wo man vielleicht auch anonym bleiben kann oder sich bekennen kann, genau diese Formen sind etwas Wichtiges, glaube ich, zu unterstützen. Meine eigentliche Frage war eigentlich die, wie ihr vielleicht, also direkt ans Podium, wie ihr das beurteilt. Ich habe in den letzten Wochen in der Diskussion sehr oft beobachtet, auch diese Kritik an Österreich, an quasi den letzten, es war dort gemünzt auf die Zeit, seit Kurz quasi Außenminister geworden ist, dass seitdem die diplomatischen Institutionen in Österreich, die quasi auf dem internationalen diplomatischen Parkett relevant waren, einfach systematisch vernachlässigt worden sind. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Das würde mich einfach interessieren, weil also ich habe schon das Gefühl, dass man von denen im Moment sehr wenig mitkriegt. Ich habe aber umgekehrt, also diese Zahl der vermittelten Waffenruhen ist ja doch sehr beeindruckend und super wichtig. Genau. OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die hat 138 Millionen und für die anderen ist das Geld anders. Ja. Also zu dem zivilen Widerstand in der Ukraine. Also es gibt eine sehr, sehr starke Friedensbewegung in der Ukraine und auch in Russland.
die nicht damit einverstanden sind, dass Putin Krieg führt, sich entschieden hat, Krieg zu führen. Und es sind 26% der Bevölkerung, spricht sich für gewaltfreien Widerstand auf. Und da sind sie wirklich sehr, sehr kreativ und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und sie hatten auch schon während der Orangenen Revolution Erfahrungen. Und es gibt auch einen Erfahrungsaustausch an internationalen zwischen den verschiedenen Friedensbewegungen in jedem Land. Es gibt so derartig viele Möglichkeiten des gewaltfreien Widerstands. Der ist wirklich gigantisch und da können auch wir als neutrales Land können beim gewaltfreien Widerstand Hilfe leisten, weil es eben auch ohne Waffen ist, weil es gewaltfrei ist. Da können wir sehr viel Unterstützungsarbeit machen. Das wäre zu diesem gewaltfreien Widerstand zu sagen, weil ich habe mich sehr stark damit beschäftigt. Und zu dem Feminismus und Pro- und Kontra-Frauen beim Militär ist halt so, das Wunderschöne an dem Feminismus und das wirklich Faszinierende am Feminismus ist, dass er sich nicht klar definieren lässt. Und das ist genau die große Stärke des Feminismus, diese Verschiedenheit, die Vielfalt und das nicht definieren zu können. Und da wären wir wieder, wenn wir das miteinander kombinieren, die Gewalt, die gegen Frauen, es ist eine spezielle Gewalt, die gegen Frauen ausgeübt wird beim Militär, im Kriegsfall und so. Da kann man auch jetzt im gewaltfreien, im zivilen Widerstand, da kann man auch sehr viel Hilfe leisten und das ist noch ganz wenig erforscht oder da gibt es auch noch ganz wenige Möglichkeiten, dass man Frauen, die eben Massenvergewaltigungen leiden müssen, die vergewaltigt und foltert werden, dass die auch direkt gleich Traumabeistand bekommen. Es gibt auch eine Organisation in Deutschland, die das machen. Also da kann man wirklich unterstützen und da sollen wir auch unterstützen. Und ich hätte noch viel zu sagen, aber ja, und dann eines ist mir noch ganz wichtig. Es geht immer um eine Gewaltlogik. Es ist Gewalt. Krieg, Sicherheitspolitik, es geht immer um Gewalt. Und davon müssen wir unser Denken komplett radikal verändern. Gute. Magst du? Ich muss wieder anfangen. Thomas, ja, bitte. Ich habe gerade so lange geredet. Ich habe die ganze Zeit den Schnabel offen. Achso, ich habe früher die ganze Schnabel. Fang an. Ich möchte vielleicht auf den Punkt da noch eingehen mit den zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Vielleicht nur mal anknüpfend auf was du am Anfang erwähnt hast. Ich arbeite gerade sehr aktiv daran, dass auch in Österreich ähnlich nach einem deutschen Modell ein ziviler Friedensdienst in Österreich eingeführt wird. Und der deutsche zivile Friedensdienst hat ja eine ganze Reihe von Projekten in der Ukraine, die jetzt auch weiterlaufen, manche unter veränderten Bedingungen, aber wo man dennoch zu den Projektpartnerinnen und Partnern Kontakt natürlich hat, Projekte weiterentwickelt, Projekte verändert, Projekte adaptiert. Beim zivilen Friedensdienst geht es im Kern, und das ist mal wichtig, im Hinblick auf das, was du gesagt hast, Elfi, beim zivilen Friedensdienst geht es darum, dass man gut ausgebildete, erfahrene, zivile Friedensfachkräfte in Krisen- und Konfliktgebiete entsendet, die dort lokale Organisationen unterstützen, in ihrem Anliegen Gewalt zu vermindern und Frieden zu fördern. Es geht da jetzt nicht um eine österreichische oder deutsche Besserwisserei, dass man Leuten erklärt, wie sie ihre Konflikte zu lösen haben. Das wissen die Menschen vor Ort viel besser. Es geht darum, die entsprechend zu unterstützen. Und in Deutschland haben wir so ein Instrument, das ist seit 1999 operativ, da sind seit 1999 gut 1500 Friedensfachkräfte in über 60 Länder entsandt worden. Und das sind wunderbare Beispiele von Menschen, die konfliktsensitiven Journalismus auf den Philippinen betreiben, die dort einen Radiosender betreiben, wo auch Menschen, die
sozusagen sich als Konfliktpartei in gewisser Hinsicht verstehen, unterschiedlich dort anrufen, Probleme diskutieren, wo Ausbildungen angeboten werden, wie man Journalismus entwickeln, betreiben kann, dass er nicht einer Gewaltlogik, sondern vor allen Dingen einer Friedenslogik folgt. Ein zweites Projekt, was ich mir anschauen habe können in Mali, weil da einfach so viele Menschen, insbesondere auch Frauen sind, die zu den Kriegen und zu den Gewaltauseinandersetzungen dort einfach keine Stimme finden. Was dort passiert ist, die arbeiten mit Puppentheater, um Menschen dazu zu bringen, einmal zu äußern, wie stehen sie überhaupt dazu, wie geht es ihnen gerade im Moment in diesem Konflikt und sozusagen ein emanzipatorisches Potenzial unter den Menschen, damit sie überhaupt einmal reden über das und sie nicht verstecken oder versuchen, irgendwie vor den Sicherheitsapparaten, die, Klammer auf, zum Teil mit europäischen Waffen ausgestattet werden, Klammer zu, davon rennen müssen. Also das heißt, das erachte ich als ein ganz zentrales Moment. Ernst Otto Czempiel hat gesagt, das ist eigentlich die kluge Macht, wie Staaten Außenpolitik betreiben können, ohne Waffen zum Liefern, sondern Zivilgesellschaft entsprechend hier nutzbar zu machen für gewaltfreie Politik. Kurz bevor es das geht, du vielleicht noch dazu was einbringst. Es hat mich erstaunt in den letzten Tagen, wie der Wettbewerb begonnen hat, wer tut mehr Diplomaten ausweisen. Welches Land in der Europäischen Union hat noch nicht und wer wird jetzt mehr? Und ich glaube, genau diesen Wettbewerb zu stoppen und genau zu sagen, hallo, eine der Möglichkeiten, um diese kriegerische Auseinandersetzung zu enden, sind diplomatische Gespräche und wir müssen anfangen. Jetzt brauchen wir nicht darüber reden, dass natürlich viele Diplomaten und Diplomatinnen in den russischen Korps vielleicht nicht nur dazu da sind, um Gespräche zu führen, aber insgesamt dieses Bild zu symbolisieren, das hat mir schon viel Schrecken auch gebracht, sozusagen, wie gehen wir denn weiter miteinander um und wie versuchen wir denn auch weiter zu erhalten. Du hast gerade ganz wichtig, ich habe vorher gesagt, auf der russischen und der ukrainischen Friedensbewegung. Also ich habe dir vorher zufällig gesagt, mit der ukrainischen Friedensbewegung gibt es Kontakt, mit der russischen gibt es gar nichts. Also das ist so schlimm, diese wie wir da jetzt gerade alle miteinander umgehen und wie dieses Bild wird, da tut sich ganz einfach ganz vieles und die gewaltfreien Widerstandsgeschichten, wie kreativ und wie toll die sind, hat man erst gestern wieder gesehen in Lemberg, wo man diese roten Figuren für die ehemalige russische Konsulat gestellt hat. Ich habe in Lemberg mit mehreren Leuten sehr engen Kontakt aus halb beruflichen Gründen und ich erlebe das ganz einfach ganz wirklich toll, was da versucht wird auch gemeinsam zu schaffen. Was ganz anders ist, nämlich als das, was am Anfang war, wo es erstes einmal von so wahllos gesagt wurde, es geht jetzt Helme, Sicherheitswesten und Waffen uns liefern, das bleibt weiter oben, also es tut das weiter fordern, aber es gibt auf anderer Ebene sehr viele, die schon ganz andere Forderungen und ganz andere Wünsche, nämlich viel mehr im zivilen Charakter. Entschuldigung, ich habe auch nur so ein paar Versatzstücke irgendwie zu allen möglichen Themen, die wir jetzt schon da aufgerufen haben. Prinzipiell wollte ich nochmal zu dieser Frage, macht Aufrüstung uns sicherer, was beitragen? Wir diskutieren in der Forschung immer mehr dieses militärische Konzept der Preparedness. Also Streitkräfte wollen ja immer vorbereitet sein. Ne? Das heißt, sie haben Analysen, über was kommen kann. Und das ist natürlich prinzipiell gut, aber man kann natürlich die kritische Frage stellen, schafft man durch Preparedness nicht überhaupt erst die Möglichkeiten für Krieg? Und ich glaube, diese Fragen von Preparedness weisen uns darauf hin, dass dieses Kontinuum zwischen Frieden und Krieg fluid sein kann und Militarisierung eben ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen zu einem Krieg führt, aber er schafft die Möglichkeiten, ihn zu führen. Und das finde ich schon auch sehr relevant. Das ist auch ein Zugang, den wir immer stärker sehen, auch in der Grenzsicherheit, wo die Risikoanalysen und diese präemptiven Denkweisen quasi a self-fulfilling prophecy werden und dazu führen, dass wir uns immer mehr hochrüsten, auch in früher zivil verstandenen Bereichen wie der Grenzsicherheit. Das war ein Punkt. Dann war da die Frage zum diplomatischen Dienst. Also als Wissenschaftlerin kann ich sagen, dazu habe ich nicht geforscht, deswegen weiß ich das nicht, aber das höre ich auch. Ja. Also das höre ich auch, dass das so ist und das ist natürlich sehr schade, weil
Ich habe vorher gesagt, dass das BMI ist sozusagen ein Ministerium mit wenigen Ressourcen. Es stimmt sicher, wenn man auf das Haus am Minoritenplatz schaut. Aber wenn man mit einbezieht, was da für ein unglaubliches Netzwerk weltweit durch den diplomatischen Dienst gegeben ist, dann schaut das natürlich schon anders aus. Und da, ja, da könnte man natürlich auch Prioritäten setzen. Zum Beispiel könnte man sagen, jeder, der in den Außendienst, ins Auswärtigen Dienst geht, macht da Women, Peace and Security Ausbildung. Und es ist Priorität, dass mit den Frauenorganisationen vor Ort dann was gemacht wird, was die sagen, was sie brauchen und wollen. Aber davon sind wir weit entfernt. Aber man könnte dieses Netz nützen, das ist auch nur ein Beispiel, um spezifisch auch präventive Friedensarbeit zu machen, die vielleicht gar nicht als solche geframed sein muss in allererster Hinsicht. Und da sind wir, glaube ich, bei der Zivilgesellschaft bei einem wichtigen Punkt. Also ich glaube, eine große, wichtige Vorbereitung auf diesen Krieg aus putinscher Perspektive war einfach in den letzten Jahren die Zivilgesellschaft noch stärker zu unterdrücken, als es davor schon der Fall war. Und da hätte man natürlich auch schon länger hinschauen können. Und das sehen wir auch in anderen Ländern, dass ähnliche Prozesse passieren. Also das sind Frühwarnsysteme, wie mit der Zivilgesellschaft umgegangen wird. Es sind Frühwarnsysteme, wenn sich so stark patriarchale Geschlechterideologien herausbilden, wenn Frauenrechte eingeschränkt werden. Das sind quasi Frühwarnsicherheitssysteme, wenn man so will. Und wenn man das auf dieser Ebene beobachtet hätte und da vielleicht auch schon ein bisschen dagegen gearbeitet hätte, hätte es vielleicht Möglichkeiten gegeben, wahrscheinlich nicht einen Angriffskrieg zu verhindern, aber vielleicht hätten wir jetzt andere Bedingungen, unter denen man auch mit der russischen Zivilgesellschaft noch in irgendeiner Art und Weise was erreichen könnte. Ja, ich meine, die Gewaltfreiheit, das ist so ein komplexes Thema und wahrscheinlich müsste dazu mal einen eigenen... es gibt natürlich sehr wohl Ansätze, die sagen, emanzipatorische Bewegungen können auch gewaltvoll sein. Also dekoloniale Kämpfe, sehr, sehr viele haben das impliziert, Teile der Civil Rights Bewegung und so weiter. Also man kann das so definieren, aber es ist nicht notwendigerweise so. Und ich glaube, die zu fragen, unter welchen Bedingungen können Logiken der Gewalt notwendig sein und wie schafft man das, dass es über diese Bedingungen sich nicht ausweitet, ist eine relevante Frage. Auch wenn natürlich prinzipiell sehe ich das Argument, dass wann immer man die Logik verfällt, mehr Gewalt entsteht. Praktisch, glaube ich, muss man sich schon fragen, auch konkret politisch, unter welchen Bedingungen kann man sich vorstellen, Leute mit Waffenlieferungen zu unterstützen? Und unter welchen nicht? Und was haben wir vielleicht auch in der gar nicht so lang zurückliegenden Geschichte für Beispiele, wo man sehr, sehr lang unter allen möglichen Vorstellungen von Gewaltfreiheit viel zu lange zugewartet hat und schreckliche Dinge passiert sind, weil man nicht bereit war zu sehen, was da los ist und dass man einfach eindeutig Schwächere hätte schon viel früher auch militärisch schützen müssen. Also, ja, schwierig. Ich habe da keine Antworten. Vorletzte Runde. Ja, vielen Dank für die vielen super spannenden Infos. Ich muss jetzt trotzdem noch einmal die Frage stellen, weil ich bin nicht von Fach. Was ist eine alternative Sicherheitspolitik? Und zwar aus ganzheitlicher, feministischer, menschenrechtlicher Sicht konkret. Also wie kann man den derzeitigen sehr militarisierten Diskurs, Aufrüstung ist die Lösung, diversifizieren und umdrehen? Weil mir macht das massiv Angst. Ich fühle mich überhaupt nicht sicherer mit einem Budget von 2%. Und also welche konkreten Forderungen an die Politik kann ich als Mensch hinstellen? Was schreibe ich auf mein nächstes Demoschild? Weil ich finde, die Ukraine-Fahne ist es für mich nicht. Und dann noch eine Frage dazu. Gehört es zur Prävention von Kriegen nicht zu analysieren, wer profitiert davon? Und in dem Fall jetzt, welchen Anteil hatte der Westen an der Entstehung des Kriegs, nicht nur indem sie den Putin nicht rechtzeitig 2014 schon verhindert haben, sondern indem sie wirklich mächtig provoziert haben? Waren die Aussagen von Biden und Blinken ein ernst gemeinter Versuch für den Frieden? Profitiert die Gas- und Ölindustrie der USA jetzt, weil Nord Stream gestoppt ist? Profitiert die Rüstungsindustrie? Also, ja. Wer profitiert von den Kriegen und warum entstehen sie dann? Danke, dass Sie das gefragt haben, weil da ist viel, was ich mir da aufgeschrieben habe, was in die Richtung geht.
Wir haben jetzt viel sozusagen über die langfristige Prävention geredet, ja, aber wenn wir jetzt in der Situation sind der Ukraine, da gibt es jemanden, der die Regeln bricht, ja, und in der Spieltheorie, der gewinnt immer, der die Regeln bricht, welche alternativen Konzepte haben wir da? Ja? Gibt es da überhaupt noch was, was wir außer Waffen dem entgegenstellen können, ja? Jetzt vor Ort? Ja? Gibt's, oder wie viel oder wie könnte man das jetzt als westliche neutraler Stadt einfordern oder vielleicht auch als europäische Gemeinschaft? Und also was gibt es für eine alternative Abwehr, die vielleicht nicht nur auf Waffengewalt beruht? Ja? Oder gibt es dann Waffen, die sind ein bisschen besser als andere? Also da gibt es ja auch diese Hierarchisierungsdiskurse. Ja? Also da gibt es die Waffen, die nur verteidigen und die Waffen, die nur... Ich meine, töten tun alle, weil sonst gibt es das nicht. Ja? Aber wie tun wir da? Ja? Also gibt es da, geht der alternative Diskurs wirklich auch in die konkrete Situation, nicht nur in die langfristige Prävention? Also das wäre eine Frage, die würde ich gerne noch ein bisschen da in den Raum stellen. Ja, ich muss sagen, ich bin weder Militärexperte noch bin eine Ukraine-Expertin. Ich kann auch ganz ehrlich nicht die konkreten Schritte vorgeben, wie man das erreichen kann, alternative Sicherheit. Meine Einschätzung ist, dass jetzt dann nicht mehr viel geht, ganz ehrlich. Ja. Also ich glaube schon, dass man, und der Thomas hat einiges genannt, die Kollegin hat auch schon einiges genannt, dass man diese Dinge weiterhin betreiben soll und auch jetzt die Bedingungen dafür schaffen muss, damit das nachher passiert, weil es wird wahrscheinlich ein langer Post-Konflikt-Zeitraum kommen, in dem die internationale Gemeinschaft, unter großen Anführungszeichen, in der einen oder anderen Art und Weise eingebunden sein kann. Und wahrscheinlich ist Österreich gar nicht schlecht beraten, jetzt zu schauen, wie können diese Strukturen ausschauen, wie kann man diese Prioritäten setzen, was haben wir schon für Instrumente, was haben wir für Institutionen und hier auf das zu pochen. Sonst, wie gesagt, die Logik des Stärkeren, die ist jetzt da und ich glaube, damit muss man umgehen. Ich finde es auch schwierig, ja, man muss analysieren, wer profitiert, das ist klar, immer, aber das ist, glaube ich, noch nicht automatisch eine Entscheidungsanleitung in einem sehr konkreten Kontext. Also ich finde es auch schwierig zu sagen, der Westen hat provoziert, weil ja, das ist eine Konfliktkonstellation, die es lange gibt, aber ich bin dagegen, dass man das als eine reine Ost-West- oder Russland gegen den Westen Sichtweise reduziert, weil das blendet ja komplett aus die Agency, die diese Länder selber haben, die Ukraine selber hat, die ihren eigenen Weg gewählt hätte, wie sie mit ihrer sicherheitspolitischen Situation umgehen kann. Also da gibt es ja Sicherheitsinteressen der Ukraine, die viel relevanter sind, als was der Westen da vielleicht für sich ausgedacht hat. Also Finde ich eine schwierige Sichtweise. Für die Demoschilder, ja, weiß nicht. Thomas, hast du da Tipps? Thomas, wir zu alten Demonstranten. Boah, da machen wir eine eigene Veranstaltung, oder? Hey. Na, vielleicht, also auch was das jetzt heißt. Also, ja. Also erstens einmal, mir geht es ja genauso wie dir. Ich glaube nicht, dass wir heute eine Idee haben, wie man morgen in Mariupol nicht mehr schießt. Also das gibt es nicht, das ist vorbei, dieser Moment. Das glaube ich ganz wirklich. Ja, schon lange nämlich. Also da ist nicht jetzt so. Was ich aber glaube, und das meine ich wirklich, es braucht andere Kommunikationsformen. Und diese anderen und die muss man öffnen und nicht im Wettbewerb schließen und nicht im internationalen Wettbewerb schließen. Ich glaube nicht, dass das etwas, ich meine jetzt nicht, dass Russland in das Menschenrechtsbeirat hätte bleiben sollen in der UN. Das ist eine andere Diskussion. Aber ich finde es zum Beispiel extrem schade, dass in einer der für mich wichtigsten, der Thomas hat sie heute nicht erwähnt, im Europarat nämlich, dass dort Russland jetzt nicht mehr ist. Und das macht irrsinnig viel aus an Kommunikationsproblematik. Ich verstehe schon diese ganzen Sanktionen. Um Gottes Willen, ich ganz, ganz viele dieser Sanktionen verstehe. Finde ich noch verstärkenswürdig. Wir brauchen dann überhaupt noch nicht diskutieren, was Gas, Öl und Kohle betroffen hat oder Kohle ja jetzt. Dazwischen hat das neue Sanktionen auch nicht mehr ausgeliefert wird. Aber ich denke, für den Ukraine-Konflikt ist es
etwas sehr Spannendes. Ich finde es ja auch insgesamt spannend, wenn man die Ukraine da mal als europäisches Bild sieht. Also die Ukraine ist für mich nicht das europäische Bild gewesen, weil tatsächlich mit den Minderheiten dort nicht so umgegangen worden ist, wie wir uns das alle als europäische Gemeinschaft oder auch mitteleuropäisches Land vorstellen würden. Aber Thomas. Ich habe mir ein paar Punkte notiert. Das mit der Logik des Stärkeren, ich weiß halt auch nicht so recht. Vor 2,5 Wochen hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt, Russland wird den Krieg nicht mehr gewinnen. Und so schaut es ja auch danach aus. Was ist denn Stärke, dass, wie es jetzt ausschaut, man die Möglichkeit hat, in einer ganz massiven Art und Weise humanitäres Völkerrecht zu verletzen und so weiter. Das ist die Frage, ob das Stärke ist. Vor allen Dingen, wir müssen uns dann... Achso. Das habe ich gesagt. Okay. Ja, aber du willst darauf rumreiten. Ich habe es nicht gesagt. Ich glaube, dass der Prozess, vor dem wir stehen, wenn es dann mal ein Friedensprozess wird, das glaube ich, das wird ein sehr unsteter Prozess sein. Ich glaube, dass wir eine enorme Frustrationstoleranz entwickeln müssen mit diesem ganzen Prozess. Wir werden parallel über den Status der Ukraine insgesamt, wir werden ständig über den Status von Krim, von Donetsk, Luhansk, wir werden über lokale Waffen ruhen, wir werden über gebrochene Waffen ruhen, verhandeln und das alles parallel und mit den entsprechenden Fortschritten, Rückschritten und wo man dann glaubt, wir sind wieder ganz am Anfang. Da halte ich es für wichtig, die internationalen Organisationen entsprechend einzubinden, wie ich zuerst gesagt habe. Auf den Punkt mit der Preparedness, das ist natürlich schon so ein Punkt, wo man mit dem Konzept der Neutralität, das genau eben nicht die Nichtzugehörigkeit zu einem Militärbündnis, ja genau dieser Aspekt ist. Schon im Kants ewigen Frieden steht drinnen, die Begründung ja auch darauf, stehende Heere zu abschaffen, ist diese Preparedness, weil sie eben ständig andere mit dem Krieg bedrohen. Das ist jetzt nicht wörtlich, bitte um Entschuldigung, dass ich diesen Artikel von Kant nicht wörtlich drauf habe. Zu dem Punkt mit der Ausweisung von Diplomatinnen und Diplomaten. Ich stimme dir in deiner Argumentation zu und habe da nur ein weiteres für Österreich ganz wichtiges Argument. Internationale Organisationen sind hier nicht geschaffen worden für ein Schönwetterprogramm. Sobald es aber ein bisschen unruhiger wird, funktioniert das eh alles nicht mehr. Sondern wir haben internationale Organisationen geschaffen, damit sie auch in Krisenzeiten funktionieren. Und wir sollten Interesse daran haben, dass russische Diplomatinnen eben schon in der Atomenergiebehörde sitzen und schon in der Teststopporganisation sitzen und schon in der OSZE sitzen. Genau daran sollten wir Interesse haben. Wenn man die Menschen ausweist, weiß ich nicht, was am Ende des Tages passiert. Reden ist immer besser, als wenn man überhaupt keine Gesprächskanäle mehr hat. Provokation des Westens. Das hat natürlich, ich möchte vorausschicken, das, was ich sage, rechtfertigt keinen Krieg und legitimiert keinen Krieg. Aber gleichzeitig haben wir natürlich eine Debatte seit den späten 1990ern, ich weiß nicht, vor wem kam das jetzt? Ah, ja genau, die richtigen Menschen anschauen. Seit den 1990ern, wo Russland immer wieder definiert hat, da sind unsere roten Linien. Und wir haben es jetzt bei Obama gesehen, wo er gesagt hat, naja, Russland ist eine Regionalmacht und die müssen sich damit abfinden. Die Erweiterungen der NATO, schon 1999, parallel damals zum Kosovo-Krieg, wo Russland permanent definiert hat, so läuft das nicht. Und meines Erachtens nach, also Irakkrieg, Truppenstationierungen, wir haben parallel gesehen, wie Rüstungskontrolle und Abrüstungsverträge schlicht und einfach ausgelaufen sind, weil sich Russland und die USA schlicht und einfach nicht mehr über den Weg trauen. Und meines Erachtens nach war ein Knackpunkt der Krieg in Libyen dahingehend, dass
Russland zugestimmt hat, dass es eine Flugverbotszone gibt. Und was am Ende des Tages passiert ist, die haben, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, die haben den Gaddafi weggeputzt. Man muss den Gaddafi nicht sympathisch finden, ich finde den auch nicht sympathisch, aber das war rechtlich nicht geregelt. Und Russland hat gesagt, so, und euch werden wir noch einmal ein Mandat im Sicherheitsrat für irgendwas geben. Und das ist genau das Problem, das wir dann in Syrien gesehen haben, dass es für überhaupt nichts ein Mandat mehr gegeben hat im Sicherheitsrat. Und das wird da vor einer Situation stehen, an die furchtbare humanitäre Situation ist. Und genau diesen Prozess dann ein Stück weit auch mitzudenken, dass es eben schon mehr oder weniger legitime Sicherheitsbedürfnisse von Staaten gibt. Und nur weil sie halt gerade in einer schwächeren Position sind, heißt das nicht, dass sie die Bedürfnisse nicht haben. Hat mal irgendwas, habe ich mir nur notiert, was wichtig war. Boah, da stehen so viele Sachen. Ein Punkt, der vielleicht eher ein bisschen fürs Herz ist und nicht so sehr für den Verstand ist, in Bezug auf die Legitimität von Gewalt im Widerstand. Da würde ich Ihnen wahnsinnig gerne ein Buch empfehlen, wo diese Problematik wahnsinnig gut aufgearbeitet ist, nämlich die Biografie von Nelson Mandela in Bezug darauf, ob Gewaltfreiheit eine Handlungsmaxime ist, wie das viele ja sehen, aus moralischen, religiösen oder sonstigen Motiven, oder ob man es als Taktik verwendet. Und das ist ein hochspannender Diskurs, wenn man versucht, diesen Aspekt der Gewalt, seine Biografie genau mit diesem Hintergrund zu lesen. Und ein letzter Punkt, den ich mir noch notiert habe, ist mit den Sanktionen. Wir haben natürlich sehr viele Fälle gesehen, wo Sanktionen einfach nicht geholfen haben, ein politisches Ziel zu erreichen und wo wir ganz stark gesehen haben, dass da die Zivilbevölkerung ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Das heißt jetzt nicht, dass man generell und in allen Fällen gegen Sanktionen sein soll. Auch ein Literaturtipp, der Leiter des Food for Oil Program im Irak, der Hans von Sponeck, also der damals ranghöchste deutsche Diplomat, war damals beigeordneter Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat über seine Zeit, wo er dieses Food for Oil Program geleitet hat, dann ein Buch geschrieben, das nennt sich Ein anderer Krieg, und da geht es genau um diese Sanktionspolitik gegenüber der irakischen Bevölkerung, wo er gesagt hat, wir müssen an den Stellschrauben dieser Sanktionen drehen. Die Europäische Union hat ja unterschiedlichste Sanktionen, ein ganzes Bündel von Sanktionen gegen Personen, Waffenhandelssanktionen und, und. Also das heißt, da passiert eine Ausdifferenzierung, aber aus meiner Sicht ist das jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange, was die Effektivität von Sanktionen betrifft. Danke. Ja, und die letzte Runde. Ja. Ich habe jetzt vier Wiederholungen, drei. Ich fange, na, oh ja, oh ja, passt schon. Okay, danke. Ich würde gern ein bisschen über dieses Provokationsthema noch reden, weil ich finde, das kann keine Provokation sein, wenn souveräne Staaten über ihre eigene Sicherheit diskutieren wollen und das selbstbestimmt irgendwie entscheiden wollen, was Sicherheit für sie ist. Also auch das Baltikum, die sind ja nicht aus Jux und Tollerei in die NATO gegangen, sondern weil sie tatsächlich ein Bedrohungsszenario vor der Haustür haben. Vielleicht als Beispiel, ich hab Osteuropa-Studien studiert und war 2016 in Vilnius auf Auslandssemester, das heißt 2 Jahre nach der Krim-Annexion. Da war die Stimmung, sie war okay, also es war jetzt nicht super toll, aber es war okay in der Stadt so. Dann wurde Trump gewählt, der wenig vorher ja Estland als Hinterhof von St. Petersburg bezeichnet hat. Und die Stimmung war einfach weg. Also es war wirklich, wirklich so ein heftiger Stimmungsumschwung in dieser Stadt. Vilnius ist nicht riesig, aber also das war einfach wirklich spürbar auf der Straße, dass da irgendwas passiert ist, das nicht irgendwie in die Tagesordnung passt und dass das für die Menschen dann ein reales Szenario ist. Also Bedrohungsszenario, dass Russland sich selber die ganze Zeit irgendwie an die Wand malt, ich finde das sehr schwierig. Also wir sitzen hier in einem halbwegs warmen Raum, relativ sicher. Ich finde, wenn wir über die Prävention von Kriegen reden, dann heißt das halt auch, ernst zu nehmen,
wenn es solche Szenarien gibt. Und man muss aus heutiger Sicht einfach sagen, man hat weder die Ukraine noch das Baltikum lange ernst genug genommen mit ihren Warnungen, dass da früher oder später was passieren wird. Der Erste, der 2014 nach der Krim-Annexion schon gesagt hat, das endet böse, war Boris Nemtsov. Der wurde einfach erschossen. Also ich finde, aus westlicher Perspektive hat man so viele dieser Länder einfach ignoriert. Und in ihrem, also Litauen hat 2014, glaube ich, schon das Militärbudget erhöht, weil sie gesagt haben, so was sollen sie machen. Dann kam irgendwie Trump und hat irgendwie ihnen angekündigt, na, wenn ihr die 2% BIP, das die NATO vorschreibt, nicht erfüllt, dann machen wir eh auch nichts mehr. Und die haben dann aber auch angefangen, sich in der Energiepolitik umzuorientieren und sind nach 2014, also sind jetzt im April, aus dem russischen Gas ausgestiegen. Also auch diese kleinen Länder haben 8 Jahre gebraucht, haben es aber durchgezogen und jetzt gemacht. Also ich finde, wenn wir über Prävention von Kriegen reden, dann müssen wir früher ansetzen. Dann müssen wir auch diese Perspektiven ernst nehmen, die uns jahrelang davor gewarnt haben, dass das kommt. Und das ist da einfach verabsäumt worden, auf allen Ebenen der Diplomatie. Ich bin auch ein bisschen vorsichtig mit diesen russischen Diplomaten, muss ich ehrlich zugeben, weil miteinander reden ist immer super, aber dann rede ich bitte auf Augenhöhe. Und das vermisse ich da einfach. Also dann rede ich auf Augenhöhe. Also das fehlt mir halt in allen Diskussionen, die ich leider auch mit russischen Freundinnen führe, die einfach bis heute mir ins Gesicht sagen, du lügst. Also das ist einfach furchtbar traurig. Ich glaube, ich habe mittlerweile fast alle ziemlich verloren, weil da kein, also die Realität einfach nicht gesehen wird und nicht wahrgenommen wird. Das ist unfassbar traurig, aber irgendwann resigniert man da auch ein bisschen und ich verstehe auch, wenn man sagt, so diese diplomatische Ebene geht verloren. Und ich finde es, wenn sie auf der Ebene stattfindet, wo sie jetzt stattfindet, ich finde das nicht so schade. Also ich finde, da verlieren wir nicht so viel, weil das ist ja nur Selbstbeschäftigung. Wenn ich mir anschaue, was diese Botschafter im Fernsehen von sich geben, ja, natürlich ist das Politik, aber Botschafter sind, das ist eine politische Position, die ich auch irgendwo habe. Und wenn ich da halt nur lüge, dann wo ist da der Gesprächskanal? Ich finde einen Satz, ich bin gleich fertig, einen Satz in dieser Diskussion fand ich sehr, sehr schön, das war der von dir, Saskia, du hast gesagt, vielleicht ist irgendwann mal ein militärischer Sieg notwendig, um auf der anderen Ebene quasi diese Friedenspolitik überhaupt noch irgendwie abzusichern. Und ich bin mittlerweile so resigniert, dass ich glaube, das ist so vielleicht ein bisschen der Ansatz, den man da verfolgen muss, weil ich sehe kein Exit-Szenario. Ich sehe auch keins, das Putin sich irgendwie überlegt hat. Also wie will der aus der Sache raus? Egal, ob es jetzt irgendwie auf Sieg oder Verhandlung oder irgendwas rausläuft. Aber vielleicht bin ich nur pessimistisch. Also ich lasse mich eh gern belehren. Also kurz wie möglich, aber inzwischen sind es 4 Punkte. Es sammelt sich halt an, nicht? Es passt schon. Aufs Letzte möchte ich eingehen, mit dem militärischen Sieg notwendig, bevor man weiter tun kann. Ist, glaube ich, auch von dir gekommen, Saskia. Ich habe nur das Buch gelesen vom Eckhard Krippendorf, Staat und Krieg und so, und die hat das so schön aufgearbeitet. Meistens haben nicht die Guten gewonnen in der Vergangenheit, sondern einfach die militärisch Stärkeren, die oft die repressiveren waren, die autokratischeren waren und einfach das bessere Militär hatten. Also dass der Gute gewinnt, ist eine Hoffnung, die wir alle haben, aber das ist historisch nicht so gewesen. Das Zweite ist, und da möchte ich schon noch eine Antwort haben auf diese Budgetfrage und Aufrüstungsfrage, ja, weil es mich auch beschäftigt. Sollen wir als Österreich aufrüsten? Und die Antwort von dir, Thomas, war im Wesentlichen eine europäische Antwort, dass das eh schon läuft und 16 und Europa und die Kommission und so weiter. Aber noch wird das Rüstungsbudget Österreichs im österreichischen Parlament in einer Budgetdebatte entschieden. Und jetzt sind die Grünen das erste Mal und so wie es ausschaut, hoffentlich auch noch 2 Jahre im Parlament, haben wir eine Regierungsmehrheit und es stellt sich konkret, die Frage ist jetzt nicht an dich gerichtet, Thomas, sondern eher an Annike, wie das jetzt so läuft in den nächsten 2 Jahren. Das heißt, diese Aufrüstungsdebatte im Budget wird im Parlament in den nächsten 2 Jahren, zumindest in einem ersten kleinen Schritt wahrscheinlich entschieden werden, stimmen da die Grünen zu, sagen sie, das passt und unter welchen Voraussetzungen oder stimmen wir hier, ich bin auch ein Grüner, ja, nicht zu. Dritte Frage. Ich war zwar bei Österreich ohneher, aber im Nebenzimmer waren die Wehrdienstverweigerer, sage ich jetzt einmal, in der Schottenfeldgasse. Und das war ich natürlich auch immer mit allen beschäftigt.
Und ich habe an den David Stegmüller 2 Tage nach Kriegsbeginn eine Mail geschrieben, gesagt habe, was ist, wenn Österreich die Wehrdienstverweigerer der Ukraine und Russland auffordert, nach Österreich zu kommen, als konkreten Beitrag aus dem Krieg auszusteigen. Ich habe keine Antwort bekommen, ist versandet, die Mail. Ja. Wo mich gleich eine Subfrage anschließen will, gibt es eine innergrüne Plattform, wo man irgendwie diskutieren kann und auch Antworten bekommt, was nicht nur auf Mailbasis passiert, gibt es sowas. Ja, und die letzte Frage, also Rüstung habe ich gehabt, Wehrdienstverweigerung, Kriegsgewinnen. Ich glaube, das war es jetzt eh. Ich habe jetzt irgendwas als 4. Punkt vergessen. Vielleicht, wenn ich eine Chance habe, fällt es mir nochmal ein. Kriegst gar nicht mehr. Okay. Okay. Aber es waren immerhin diese 3. Nein, aber. Ich gebe dir Minuten noch ans Reinfahren. 11 Minuten. Also, ich möchte schon zu Österreich zurückkommen. Und zwar folgendes, ich halte es wirklich für eine Mär. Ich schaue mir seit Jahren die ganzen Militärzeitschriften auch von österreichischem Bundesheer etc. Ich halte es für eine Mär, dass das Bundesheer nicht aufgerüstet ist, dass sie zusätzliche Aufrüstung braucht. Also dass das nicht gut, dass das, ich halte das einfach für eine Mär, für ein Märchen, dass sie nicht genug ausgerüstet ist. Weil seit Jahren steigt das Budget. Wir haben den ganzen, was wir an Fuhrpark eingekauft haben, die Hubschrauber haben wir eingekauft. Es ist so viel eingekauft worden, das letzte Jahr, heuer. Die neuen Hubschrauber, die werden aufgerüstet mit Raketen. Also die Möglichkeit, dass man Raketen abwirft. Es wird zurzeit, mit den Eurofightern wird scharf geschossen. Übungsschüsse in ein Ding wird zurzeit ausgeführt. Ja. Wenn man an die Fortana also Mails schickt, zu deinen Mails zurück, dann kriegt man also Antworten, man soll sie direkt an die EU wenden, direkt an die NATO wenden. Die NATO ist übrigens, sehe ich übrigens als dritten Partei in diesem Krieg. Also es ist nicht nur Russland, es ist nicht nur die Ukraine. Es spielt also die NATO als dritte Kriegspartei sehr wohl eine Rolle, indem sie ihre Manöver, die ganzen Manöver, die sie da durchgeführt hat und die Aufrüstung entlang der Grenze etc., die Aufstellungen. Ja, und dann möchte ich noch wirklich was dazu sagen. Ich fordere die Grünen wirklich auf, einen Neutralitäts- und einen Friedens-, also Neutralitäts- und Friedenssprecher, Sprecherin zu haben, auf allen Ebenen, inklusive im Parlament. Zum Parlament und zum Sicherheitsdienst sei noch zu sagen, es ist alles für uns nicht offen, es gehört alles transparent gemacht für die Bevölkerung, es geht uns alles was an. Uns geht das was an und es geht auch etwas an, ob wir zur NATO beitreten oder nicht. Die NATO ist ein Militärbündnis, die EU ist noch ein Wirtschaftsbündnis. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, auch wenn das Wirtschaftsbündnis glaubt, es braucht jetzt eine Verteidigungsunion. Das möchte ich auch dazu sagen, da muss man auch wirklich dagegen sein. Also wie gesagt, ich fordere wirklich von den demokratiepolitischen her mehr Transparenz, alles was die sogenannte Sicherheitspolitik ist. Und von den Medien, dass sie auch wirklich berichten über den gewaltfreien Widerstand. Weil der gewaltfreie Widerstand ist der dritte Weg. Es gibt mehr als nur Gewaltanwendung, Unterwerfung. Und der dritte Weg ist eben gewaltfreier Widerstand auszuüben und Prävention, eben Kriegsprävention zu machen, Friedensprävention zu machen. So, ich habe noch viele andere Dinge, aber ich gebe jetzt eine Ruhe. Fragst du noch? Vierte Frage war, ich möchte in deinem Sinne sagen, Thomas, du hast gesagt, man kann das damit nicht rechtfertigen, wenn man anfragt, über westliche Verantwortung zu sprechen. Also der Krieg von Russland wird deswegen nicht gerechtfertigt. In diesem Sinne möchte ich es auch gleich verstanden haben. Aber in der Kuba-Krise wurde ein Atomkrieg ins Spiel geworfen, spieltheoretisch. Man hat gesagt, wenn ihr nicht abzieht mit dieser Raketenpositionierung in Kuba, dann haben wir Weltkrieg. Das war die Drohung, die damals war.
Und es ist schon die NATO, ich bin, was die Vorrednerin gesagt hat, schon d'accord, dass Nationalstaaten das Recht haben, ihre eigene Sicherheitspolitik zu bestimmen. Und es waren tatsächlich die baltischen Staaten, die das wollten und nicht irgendwie ein Westen, der es ihnen nahegelegt hat. Fakt ist trotzdem aus russischer Sicht, die Raketenabschussbasen sind sehr nahe an Moskau herangekommen und könnten immer noch weiter herankommen. Und das war auch im Ukraine-Konflikt ist das ein Thema, ob nicht irgendwann, wenn hier zu einem NATO-Beitritt kommt, relativ nah an Moskau und an der russischen Grenze Raketen positioniert werden können. So zumindest die offizielle Lesart. Was kann man hier tun, quasi, dass diese Raketen wieder, wie soll ich sagen, zurückgedrängt werden? Am besten sozusagen in die USA raus aus Europa, aber zumindest wieder auf einen Status von vor den 90er Jahren, weil das schon eine Argumentation war, die ich nachvollziehen konnte, dass das immer näher kommt. Und der Westen hat damals bei Kuba gesagt, wenn es ja noch näher kommt, ist Weltkrieg. Dankeschön für die Fragen und ich würde jetzt in eine letzte Runde geben noch. Das waren sehr viele Themen, ich werde einen Satz zu jedem sagen. Sollen wir aufrüsten, sollen wir das Budget erhöhen? Gott sei Dank bin ich keine Politikerin, aber ich würde sagen, nein. Also bevor das nicht erklärt ist, wofür das sein soll, nein. Auch wenn ich jetzt denke, wie das zum Beispiel das Wissenschaftsbudget, wie schlimm es um das steht. Also ich kann das jetzt sagen, aus vielen harten Jahren aus der außeruniversitären Forschung, wo wir sehr viel zu außenpolitischen Themen, zu sicherheitspolitischen Themen, zu Friedens- und Konfliktforschung machen, wo wir kaum irgendwie 5 Leute bezahlen können, die das machen in Österreich. Also das muss man auch im Verhältnis sehen. Ist sicher nicht der einzige Topf, den man da dagegen halten kann, aber einer zum Beispiel. Gut, Sanktionen, Effektivität, ja, es ist eh klar, ne, dass quasi diese Vorstellung, dass man mit den Sanktionen das erreicht, dass die Bevölkerung so unzufrieden wird, dass da ein Regimewechsel kommt, also ich glaube, davon gehen wir weg. Ich glaube, bei den Sanktionen geht es um eine symbolische Ebene, aber eine andere symbolische Ebene, als man zunächst denkt. Da geht es darum zu zeigen, dass wir auch bereit sind, was zu opfern. Weil ich glaube, das ist eine wichtige Message an Putin, dass wir auch Unannehmlichkeiten für uns, für unsere Wirtschaft und so weiter in Kauf nehmen und das nicht egal ist und wir nicht den für uns einfachsten Weg wählen, um da rauszukommen. Das ist meine persönliche Meinung. Die Ausweisung, ja, der russische Diplomat. Ich glaube schon, dass sehr schwierig ist, weil man natürlich auch in den Zeiten von Social Media und die Möglichkeiten, die auch jetzt Diplomaten im Land haben, man schon die Gefahr hat, dass man hier eine Plattform für die Propaganda bietet und immer weiter ausweitet, indem man die Leute da lässt, die offensichtlich überhaupt kein anderes Interesse haben, als den Konflikt weiter zu befördern und weiter zu spalten in diesen Fragen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie man das macht, dass man quasi das in einer Art und Weise macht, wo man gewisse Kanäle offen lässt, aber wo man nicht diese breite Bühne bietet für diese eigentlich anheizenden und konfliktfördernden Wortmeldungen, die da kommen. Gut, ja, ich habe gesagt, es besteht die Möglichkeit, ich weiß es nicht, aber es besteht die Möglichkeit, dass ein militärischer Sieg notwendig ist. Ich glaube, diese Möglichkeit muss man auch sozusagen als Linke muss man in der Lage sein, das trotzdem noch zu erwägen, ob es so ist. Mit der offenen Frage, ob es so ist. Aber es sozusagen von vornherein auszuschließen, halte ich auch nicht für richtig. Vor allem in so einer Notsituation, in der man eigentlich im Moment ist der Westen schuld? Ja, nein. Also hat er Verantwortung? Mit Verantwortung, ja. Aber ich glaube, wenn man in diese Analyse der Provokationen geht, dann ist man natürlich auch in der Logik von dem Bully. Ne? Und was macht man mit einem Bully? Man nimmt nicht darauf Rücksicht, wo der sich vielleicht beleidigt fühlen könnte, weil sonst eigentlich ist man in seiner Denkweise und hat dann auch sehr wenig nur mehr in der Hand. Ich glaube, hier sind wir einfach gerade in Österreich extrem von einer kalten Kriegsanalyse noch geprägt, die einfach darauf getrimmt ist, immer die großen, noch damals bipolaren Situationen herzusehen. Man kann natürlich ganz provokant sagen, naja, schlecht war es vielleicht doch nicht, auch die Übungen und die Waffensysteme in Stellung zu bringen, weil vielleicht wird man sie brauchen. Also es gibt für mich, sorry, aber überhaupt keine Verbindung zwischen russischen Sicherheitsinteressen und dem Gemetzel, das jetzt da vor Ort stattfindet. Diese Verbindung wird behauptet natürlich von Russland, logisch, aber die anzunehmen als gegeben, finde ich hochproblematisch.
Ja, ich glaube, das war der Rundumschlag von mir. Ja, zum letzten Punkt finde ich genauso problematisch. Ich habe vorausgeschickt, das rechtfertigt oder erklärt keinen Krieg, aber das sind auch die Argumente, die wir haben sehr viele kurzfristige Argumente gehört, wie das Menschenrechte in russische in Donetsk und Luhansk verletzt werden oder dass es Biowaffen gibt, was sie alles nicht als richtig ist. Aber das ist sozusagen ein Argument, das über Dekaden auch gebracht worden ist. Wie gesagt, rechtfertigt überhaupt nichts. Sollen wir das Budget erhöhen? Ich meine nicht für Rüstung, sondern wir sollen ein außenpolitisches Budget erhöhen für internationale Organisationen, auch für die Ansätze aus der Zivilgesellschaft und aus der Wissenschaft und vor allen Dingen auch, und das ist eher ein Punkt, den du angesprochen hast, für In-House-Capacity im Außenministerium. Manche Abteilungen bestehen aus wirklich nicht sehr vielen Personen und da würde es einfach einen großen Mehrwert bringen, wenn schlicht und einfach mehr Expertise im Außenministerium, mehr Personen da wären, die da entsprechend mitdenken könnten. Mit den mit den Sicherheitsbedürfnissen. Ja, natürlich dürfen die Staaten ihre Sicherheitskooperation wählen, aber gleichzeitig steht in den gesamteuropäischen Diskussionsdokumenten, es gilt auch darauf, Bedacht zu nehmen, ob das Sicherheitsbedürfnisse anderer verletzt. Das steht da sozusagen gleich hinter dem Beistrich. Da ist nicht einmal ein Punkt dazwischen. Also das heißt, versuchen wir Sicherheit ein Stück weit auch gemeinsam zu denken. Und was kann man da gegen die Raketen? Das Problem ist, dass wir in den letzten zwei Dekaden eine ganze Reihe von multilateralen und bilateralen Verträgen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung verloren haben. Das ist der ABM-Vertrag, der darf keine Abkürzungen, Anti-Ballistic Missile, dass die Staaten beide, also es geht um Russland und es geht um die USA, kein Raketenabwehrsystem errichten dürfen, weil sonst könnten sie davor, möglicherweise auf die Idee kommen, eine Atomwaffe zu zünden, weil sie den Gegenschlag nicht erwarten müssen. Und dieser Vertrag wurde aufgekündigt. Wir haben vor wenigen Jahren den INF-Treaty über Mittelstreckenraketen in der Reichweite Trägersysteme in der Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer. Wir haben den Open Skies Treaty verloren. Und genau das ist dieses Problem mit dem Vertrauensverlust. Wir haben gerade noch retten können, die unter anderem Verhandlungen in Wien, diesen New START-Vertrag, wo es um strategische nukleare Kapazitäten geht, sowohl Trägersysteme als auch Raketen selber. Also das heißt, da gilt es und da braucht es auch die Kraft der Staaten und gerade von paktumgebundenen Staaten da an dieser Frage dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist gerade in so einem Fall einen Mehrwert bieten würde, wenn es da mehr Kapazitäten auch im staatlichen Bereich geben würde. Mit den falschen Informationen, ja, das sehe ich auch, dass russische Diplomatinnen alles Mögliche behaupten. Und Österreich hat sich da ja sehr langsam an das Thema herangewagt und hat versucht, da einen differenzierten Ansatz, nicht alle raus, sondern zu schauen, welche Diplomatinnen betrifft das und wie könnte da entsprechend vorgegangen werden. Ich würde da nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern schlicht dann einfach da achten. Und es hat ja dieses Interview gegeben im Nachrichtenmagazin Profil. Ich habe es nicht ganz so schlecht gefunden, das zu publizieren. Schlicht und einfach, damit man dieses Ding erlesen kann und sagen kann, echt jetzt. Halte ich für nicht unwichtig, auch da eine entsprechende, sage ich mal, an einer außenpolitischen Alphabetisierung auch ein Stück weit einen Beitrag zu leisten. Danke. Ja, danke. Danke euch beiden. Wir haben beim Vorfeld noch gesprochen gehabt, ich habe das nicht Stunden, geglaubt. Wir, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch weiter, so habe ich so das Gefühl. Es geht mir um zwei Sachen noch, die ich direkt beantworten. Das eine, ich werde mit David reden.
Ich weiß aber, dass die derzeitige Situation an Deserteuren tatsächlich gering ist, wirklich gering ist. Wir versuchen da jetzt Kontakte zu pflegen, aber das wird nicht so einfach. Und die Deserteurs, wie haben wir Kassen? Also Schottengasse, für uns immer Schottengasse, genau. Gibt es in dieser Form leider nicht mehr so, dass man hier etwas machen kann, vor allem weil doch die Leute sich nicht mehr melden. Im Balkankrieg war das ganz anders, ganz einfach in der Struktur. Ob aufgerüstet genug ist oder nicht genug, das ist immer Perspektivenfrage. Ich kann mich erinnern, wie wir die Verhandlungen für die neue Regierungsbildung hatten bei Thomas Stalinger, Minister für Landesverteidigung. Der hat damals zu mir gesagt, Nick, es braucht 16 Milliarden fürs Heer, um das Heer entsprechend so zu setzen, dass es vernünftig agieren kann. Also es ist nie zu den 16 Milliarden gekommen, überraschenderweise, wie ihr wisst. Aber jetzt kamen die Stimmen sehr wohl wieder. Und jetzt kamen auch die Stimmen von den 0,62 auf 1,5. Logisch, weil jetzt wird verhandelt. Politik ist ein Verhandeln. Ich möchte niemals sagen, dass es den Grünen gelungen ist, diese 0,62 zu halten. Es gibt auch andere Geschichten, die argumentiert wird. Es wird zum Beispiel argumentiert, was könnte man für das, wenn dort etwas passiert, nicht auf der anderen Seite Gutes passiert. Also das musste ich auch noch mit reinbringen. Also es ist sozusagen nicht immer nur so darzustellen, wie es ist. Übrigens, diese Falschinformation, dass Hubschrauber mit Raketen bestückt sind, gibt es in Österreich nicht. Sage ich auch noch gleich. Genau nicht, aber Sie sind so bestätigt. Nein, also die neuen nicht, aber es ist eh kein Problem. Was das Letzte? Nein, wirklich nicht. Und das Letzte, was ich weiter, vielleicht bin ich da ein gnadenloser Optimist zu deinem Pessimismus. Ich glaube, ich muss auch, wenn mir der offensichtlich eine Lüge ins Gesicht sagt, weiter versuchen, ihn davon zu überzeugen. Vieles an Lüge passiert auch deswegen, weil es von anderen, weil der andere Informationen hat. Also wenn ich mir anschaue, die russische Bevölkerung, was die für Chance hat, Informationen zu bekommen, dann darf man sich nicht wundern, dass die vielleicht eine andere Haltung zu so manchem haben, als die Person, die vielleicht woanders lebt. Also das ist der Punkt. Aber ich wollte es dir nur als Antwort da geben. Und ich danke jetzt, und das möchte ich auch als Schluss machen. Danke, Elisabeth, jetzt du für deine irrsinnigen Mühen, für die Vorbereitungen dafür. Und danke euch beiden, dass ihr da hier am Podium wart. Wir haben diese 2,5 Stunden jetzt tatsächlich gebraucht, wir hätten noch länger brauchen können. Ich finde es ganz spannend, auch wenn wir jetzt heute nicht so viele waren, aber es gab die Chance, es nochmal nachzusehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt die Chance, dass wir auch wieder weiter was tun. Ich glaube, wenn das spannend ist, dann super, wenn es jetzt beginnt, sich wieder, wenn wenigstens ein bisschen auch wieder zu diesen thematischen Bereichen zu führen. Ja, danke, Niki. Ich bin froh, dass wir das heute gemacht haben und sozusagen den Diskurs über Friedenspolitik, am Laufen halten. Und ich glaube, das ist ein großes Anliegen, das wir wirklich auch in der Grünen Bildungswerkstatt haben. Vielleicht seid ihr jetzt noch ein bisschen da und wir können, wenn ihr wollt, nachher noch kurz an der Bar sprechen. Es ist bis 9 mindestens offen, ihr seid auf die Getränke eingeladen und ich freue mich, wenn ihr auch zu den nächsten Veranstaltungen kommt. Über Neutralität wird sicher was geben, wahrscheinlich auch von der Ursula über Kultur, auch wie Kultur verbinden kann, russische, belarussische, ukrainische, also wie man auch in diese Richtung wieder stärker in Richtung eines gemeinschaftlichen kommt. Also vielen Dank. Danke, war eine große Freude.